Wir haben natürlich heute keine Musik, aber man muss Abstriche machen. Man muss Abstriche machen, man kann nicht alles haben. So, jetzt müsste gerade hier die, ja, verstanden. Dass ich selber verstanden drücken muss, wenn ich Ja, sage, das geht ich mir möchte jetzt tatsächlich auch streamen. immer so. Ich streame ja immer Stark. häufiger irgendwie direkt aus Twitch und wenn man das Ja. als Host startet, muss man auch selber. Es irritiert mich auch jedes Mal. Richtig stark. So. Wir haben echt diesen grünen Balken, aber es hilft ja nichts. Okay. Aber Der ist im jetzt hast du ihn Meeting. bei mir nicht, also. Genau, aber im Zoom-Meeting nicht, aber auf Twitch. Ah, auf Twitch, okay. So, ich würde jetzt mal gucken, wie wir wollen ja direkt mit unserem ersten heißen Eisen heute starten. Ach, Leute. Ja, also wollen wir vielleicht das mit dieser großen Distanz auflösen und warum wir halt überhaupt über Zoom twitchen? Können wir machen. Ich befinde mich aktuell in den USA und darf einen Monat lang als Gast an der Cornell University mal mit zuschauen, mit in Diskussionen einsteigen. Als Doktorand muss man auch sein Netzwerk pflegen. Und es ist nicht ganz so leicht, tatsächlich, das über die Distanz zu machen. Und jetzt hatte ich endlich die Gelegenheit, im Juni auf eine Konferenz zu fliegen. Tatsächlich auch die erste Präsenzkonferenz. Und das ist irgendwie nach 5 Papern einfach mal notwendig. Und ja, dafür muss man in den Flieger steigen. Das geht nicht anders, wenn man über den Atlantik will. Und dann hatte ich die Gelegenheit, ja, mich in diese Forschungsgruppe mal, ja, anzunähern und einfach mal zu fragen, hier kann man euch mal besuchen. Und das soll der erste Teil sein. Ich will nächstes Jahr nochmal vorbeikommen, wenn sozusagen man hat ja immer so Onboarding-Phasen und es ist irgendwie immer leichter, wenn man schon mal alles hat, Zugänge und so weiter. Und natürlich konnte ich nicht meinen großen Desktop-Rechner mitnehmen und habe deswegen gesagt, gut, dann muss es der Laptop sein, es muss die Kamera reichen, es muss das kleine Besteck sozusagen, würde ich sagen. Also der Monsteraufbau, da merkt man auch erst irgendwie, wie viel man ja zu Hause halt dann einfach hat. Und wenn es halt irgendwie das eigene Forschungsthema ist, dann hat man natürlich eh noch ein bisschen mehr. Aber das ist sozusagen die Distanz. Und deswegen auch die 6 Stunden. Also hier ist es gerade 10 Uhr. Und hier ist es Und gerade wir haben aber 16 Uhr. heute, genau, und wir haben aber heute schon ein paar Stunden geschrieben, aber der Jetlag ist eh noch drin. Genau, das hat es Und das sozusagen heißt, du damit bist auf jetzt sich. eher in der Forschung unterwegs oder eher auch in der Lehre? Oder Genau, so ein bisschen beides? Lehre war jetzt im Sommersemester und Okay. jetzt den Monat ist mal quasi voll Forschung und auch die nächsten Monate. Wobei im Wintersemester betreue ich mit Kollegen auch wieder 2 Seminare. Also, ich weiß nicht, wenn Lehre meine Forschung wäre, sage ich ja immer, so war das so das Thema, als ich angefangen habe. Und irgendwie, wenn man im Bereich digitale Bildung und auch wie wir im OpenHPI-Team mit MOOCs unterwegs ist, dann ist das irgendwie immer beides. Also, wenn ich einen Kurs betreue, dann ist es immer auch Forschung, weil es eben eine Forschung- und Lernplattform ist. Natürlich in den Unikursen ist es primär Lehre und weniger Forschung. Manchmal vermischt sich es aber auch und dann hat man so Einträge wie deinen, wenn man auf einmal die häufigen Fehler, um einfach mal so einen Segway zu produzieren, wenn man die Fehler oder die Misskonzepte, die Konstrukte, die in so Klausuren auftauchen, bespricht und das öffentlich macht und dann sind die Meinungen geteilt, wenn man sozusagen diese 2 Gebiete miteinander, ja, ich will nicht sagen vermischt, aber zumindest die Übergänge sind leicht verwischt, weil ja, das, was du nach der Lehre machst oder davor, ist entweder die Vorbereitung oder der nächste Schritt für die Forschung. Und ich würde da sagen, damit fangen wir auch tatsächlich direkt mit dem ersten Thema an. Schön, dass ihr da seid. Wir nehmen das Ganze wieder auf. Oder ich hoffe, Twitch nimmt das Ganze auf. Hat Und bisher damit immer würde ganz gut ich funktioniert. eigentlich schon, ja. Und damit würde ich sagen, gehen wir einfach mal auf einen Twitter-Post von dir, Matthias. Kannst du den ganz kurz noch, Redakteur, also Matthias, kannst du im Hintergrund ab und zu Twitch-Chat checken, weil ein Bildschirm ist halt auch echt ein Problem. Ich habe mich so Das an 2 Bildschirme gewöhnt. kann ich gerne mal machen. Dazu muss ich es erstmal kurz auf einem zweiten Bildschirm aufmachen und vor Genau, allem mach mal das mal und offen. ich leite schon mal ein bisschen ein. Ja, Matthias ist ja recht umtriebig auf Twitter, kann man schon so sagen. Man sieht übrigens mittlerweile, wie viele Tweets die Person am Tag durchschnittlich rausfeuert. Das finde ich irgendwie ganz interessant, um Timeline-Management zu betreiben. Und Matthias hat einen Thread gepostet, wo es darum ging, dass er die Open Book-Prüfung, also die Antworten davon, und hat ja auch schon ganze Keynotes über seine Open Book und 1,234 Milliarden Möglichkeiten der Fragenerstellung. Also da ist eine Pipeline im Hintergrund, die
Klausuren erstellt. Individuell, sagen wir mal, dass jeder die gleichen 6, 7 Arten bekommt. So, das ist Open Book und das ist gut. Über diesen ganzen Teil haben wir auch schon zu Genüge auch gesprochen. Gibt auch Videos dazu, können wir verlinken. Am Ende kommen da ja aber Klausurergebnisse raus. Und dann war es mal interessant, dass Matthias gesagt hat, ich bespreche das jetzt und ich zeige jetzt. Und es ging, und das war so die Intention, die ich rausgelesen habe, dass es eben um Gruppen von Fehlern ging oder ja, Misskonzepte hast du das, glaube ich, genannt. Und wir wollen natürlich jetzt nicht über das elektroingenieurstechnische Fachwissen, also ob es jetzt für Gleichstrom gilt und nicht für Wechselstrom, darüber geht es jetzt nicht, sondern es ist eher jetzt mal wieder bei uns so eine Meta-Diskussion. Darf man das? Soll man das? Und deswegen habe ich retweetet, ja, nein, vielleicht, weil ich bin tatsächlich auch ein bisschen hin und her gerissen, muss ich sagen. Aber wir können ja mal durchgehen. Du korrigierst Fehler und du hast direkt mit Kategorien angefangen. Und es werden Formeln genutzt, die einfach falsch sind. Später kommt auch ein Paper, die einen ähnlichen Claim machen. Zweite Kategorie ist, die Formel stimmt zwar schon, aber es wird irgendwie nicht richtig eingesetzt. Dritte Kategorie ist, Formel stimmt. Vergessen einzusetzen war auch, also einsetzen war auch in Ordnung, aber Zahlendreher. So, und dann zum Beispiel, warum keine Zahlenrechnung in MATLAB? Ist, glaube ich, auch nochmal eine Unterdiskussion, warum du denkst, dass man die Klausur mit anderen Werkzeugen lösen sollte, als Studierende das tun. Für die Kategorie kurioser Fehler, weil inhaltlich fachliches Untergrund oder Hintergrundwissen falsch angewandelt wurde. Und da sprichst du von komplett sinnbefreit. Ist natürlich erstmal ein Small Shots feiert. Und jetzt finde ich es einfach interessant, dass gesagt wurde, okay, boah, finde ich nicht so nett, hat Christian Sparnagel, großartiger Flipped Classroom-Prof aus Heidelberg. Fand ich auch sehr interessant, wie Leute auch, die man selber aus der Bubble kennt, in die Diskussion eingestiegen sind. Und sein Post mit, finde ich nicht cool, hat ja eigentlich schon relativ viele Likes bekommen, muss man ja schon mal sagen. Das ist der Post oder der Tweet in diesem Thread mit den meisten Likes. So, und jetzt ich, oder was? Also ja, die Frage ist, also wir wollen jetzt, also natürlich geht es, also du sollst dich jetzt auf keinen Fall rechtfertigen. Ist ja einfach nur die Frage, wie ob man mal, also ich habe mir auch so eine Pro-Kontra-Liste gemacht, aber du kannst, ich glaube, es macht Sinn und es geht halt in Tweets nicht so gut, dass du vielleicht ausholst, warum du das gemacht hast, weil das ist, da steckt ja eine Motivation dahinter. Ja, also ich mache das natürlich eigentlich irgendwie schon viel länger und ich mache, also das ist auch mit Sicherheit nicht das erste Mal, wenn man jetzt da ein bisschen auf meinem Account irgendwie recherchieren würde, würde man da halt viel mehr solcher Beispiele finden. Vielleicht nicht unbedingt alle aus Prüfungen, sondern eher zum Beispiel aus diesen personalisierten Aufgaben. Ja, aber vielleicht auch ein paar aus Prüfungen oder zumindest so aus so prüfungsähnlichen Situationen, Leistungskontrollen. Ich glaube, es gibt einen ganzen Blogartikel auf meinem WordPress-Blog, wo es auch nur um so Beispiele geht, allerdings dann auch zu einer speziellen Aufgabe, zu einem speziellen Thema. Und ich meine, also diese Fragestellung, was machen Studierende, Lernende irgendwie so für typische Fehler oder was sind so typische Fehlvorstellungen oder woran scheitert man halt ganz konkret, wenn man jetzt versucht, irgendwie eine Aufgabe zu lösen? Das beschäftigt mich halt schon super lange und ich habe in unserem Prüfungsaufgabenkatalog eine ganz ausführliche Sammlung. Also immer, wenn ich Aufgaben kontrolliere, notiere ich mir auch ganz, ganz doll, was so eben Fehler sind, die Leute halt so machen. Und dann mache ich manchmal auch so Häkchen hinter, ja, der jetzt schon wieder, oder ne, so Striche, der jetzt schon wieder dieser Fehler, um halt einfach beim, ja, also in folgenden Semestern irgendwie darauf einzugehen und halt zu sagen, also ne, so könnte man es vielleicht denken, dass es so richtig ist, aber so ist es definitiv falsch oder so. Ne? Also so ein typisches Missverständnis-Fehlkonzept halt. Und quasi, ja. Ja, und ich versuche das halt auch irgendwie immer wirklich ganz, ganz konkret festzuhalten, weil wenn man halt bei irgendeiner Aufgabe hinschreibt, ja, Fehler in der Zahlenrechnung, kann das halt alles Mögliche sein. Also manchmal kriegt man das ja auch nicht raus. Also bei dieser einen Aufgabe, wo da Vorzeichenfehler, Zahlendreher, ich weiß es nicht, was die Person da gerechnet hat. Ich habe alle möglichen Sachen ausprobiert. Also ich bin nicht auf dieses Ergebnis gekommen. Ich weiß nicht, was die Person da eingesetzt hat. Ne, manchmal sind so Sachen, dann ist halt
die Klammer an der falschen Stelle gesetzt oder es wurde irgendwie was gekürzt, was man nicht hätte kürzen dürfen. Irgendwie sowas in der Art, ne? Oder es wurde in der falschen Reihenfolge das dann verrechnet. Und sowas notiere ich mir halt immer, um dann auch später sagen zu können, auch wenn das vielleicht auf den ersten Blick total richtig und total valide aussieht, das zu machen, es ist falsch. Und bitte kommt nicht auf diese Idee. Oder, ne, oder also überlegt euch auch jetzt, oder ich versuche euch auch zu erklären, warum es halt falsch ist. So. Also diese Kategorien, teilst du die mit deinen Studierenden? Ja, also weil in ganz vielen Videos, okay, auch auf dem YouTube-Kanal, wo ich so Lösungsideen von Aufgaben erkläre, da gehe ich auch oft am Ende auf die typischen Fehler ein. Und das mache ich dann genau natürlich auf Basis solcher Notizen, die ich mir da mal irgendwann gemacht habe. Und das Ding ist halt natürlich immer, dass man sowas halt irgendwie sammelt und dann will man es mal mit den Studierenden besprechen, dann geht es halt irgendwie, gerät es halt doch wieder in Vergessenheit. Und also ich fand es einfach spannend, das an der Stelle halt mal irgendwie zu sammeln. Auch zu klar zu machen, woran scheitert man halt, wenn man so eine Klausur löst und es ist halt oft nicht die Elektrotechnik und nicht die komplizierten Sachen, sondern eigentlich sind es oft irgendwie so einfache Sachen oder so Mathe-Grundlagen, mit denen man sich dann vertut oder dass irgendwelche Einheiten nicht passen oder wie halt sowas. Ne? Aber klar, das ist jetzt wieder sehr vage, ist immer spannend. Genau, also es war möglichst konkreten elektrotechnischen Beispiel anzuschauen. Es ist halt irgendwie ein Zielkonflikt. Wenn man möglichst konkret bleiben oder arbeiten möchte, dann muss es ja eine spezielle Aufgabe sein. Dann muss es auch in irgendeiner Form die Lösung, der Lösungsweg, der Lösungsansatz, sage ich mal, sein. Weil dann ist ja, also ich will so ein bisschen auf die Diskussion, auf diesen ersten Punkt raus, mach's doch, aber schreib's ab, veränder's. Professor Sparnagel meinte ja dann auch, vielleicht ein ähnlicher Fehler, vielleicht versucht man das zu, ich sage jetzt mal, zu paraphrasieren. Und ich meine, in deinem Fall haben wir auch ganz oft, hast du ja nun mal Formeln und Rechenwege. Das hat man nicht immer. Entweder hat man irgendwie von mir aus auch Programmcode oder man könnte ja auch eine Portfolioprüfung haben oder eine mündliche Prüfung, hat man irgendwie ein Transkript. Also ich will auch darauf hinaus, dass wir auch hier auf der Meta- und generalisierten Ebene darüber sprechen. Ich habe ja auch andere Artefakte von so einer Prüfung. Ich habe ja jetzt nicht nur Rechnungen oder schriftliche Antworten. Und dann ist es ja irgendwie schon interessant, sich auch, also das zu veröffentlichen, im Sinne von den Studierenden primär bereitzustellen. Und natürlich muss eine Form von Anonymität gewahrt werden. Ich würde auch später gerne über Alternativen sprechen, die ich mal versucht habe, die aber auch nicht so gut ankamen. Also dass es irgendwie eine Form von Anonymisierung, Pseudonymisierung, gerne auch beides geben muss. Das ist, glaube ich, uns allen klar. Du hast ja auch irgendwie alles so gut geblurrt und ausgeblendet, wie es ging. Aber was würdest du dazu sagen, dass man sagen kann, mach's doch, aber denk dir doch eigene Sachen aus. Also kannst, wie siehst du das? Ja, finde ich halt schwierig. Also bei den, es gibt ja einen zweiten Thread von jetzt dieser Prüfung zu sozusagen einem zweiten Aufgabentyp. Das waren die eigene Handschrift. Genau, oder? Die eigene Handschrift. Und ich meine, da habe ich mir natürlich dann diesen Ratschlag, sage ich mal, ins Herz genommen. Ich habe gesagt, okay, das ist jetzt nicht so schlimm, das ist schon richtig. Ich schreibe das halt nochmal ab und dann war das so auch das Ding, dass ich dann, also bei dem ersten Beispiel jetzt vielleicht nicht, aber bei den anderen darunter habe ich dann auch immer gleich so drunter geschrieben, richtig wäre, ja. Oder hier habe ich halt in vielleicht so in didaktisch falscher Farbe, ich habe in Rot hingeschrieben, wie es richtig wäre, schwarz ist die falsche Variante, rot ist so, wie es richtig wäre und da habe ich dann halt immer richtig wäre es so. Ja, und dann sieht man halt schon immer, okay, das geht so in die gleiche Richtung, ne? Das ist schon gut gedacht von der Person, die das jetzt gemacht hat, aber trotzdem halt schlecht gemacht, weil nur weil da ist ganz, wobei ich direkt sagen muss, als Fachfremder, nicht Elektroingenieur, muss ich halt erstmal quasi vergleiche das Bild spielen, weil es mir natürlich nicht sofort auffällt. Insofern, also kann man durchaus auch, also ich finde, dass du den Ratschlag zu Herzen genommen hast, glaube ich schon gut. Ich glaube, das haben auch viele gut gefunden, ist meine Vermutung. Es hat aber natürlich auch, wenn man jetzt wirklich über den eigentlichen Fehler sprechen möchte, ist es natürlich auch irgendwie extra Neues. Also so ist es, so wäre es richtig. Ein aggregiertes Beispiel hat auch Vorteile, wohlwissend, wie ich ja schon gesagt habe, dass es anonym sein muss. Ja. Ja, okay.
Und also manche Sachen habe ich Das da zum jetzt Beispiel halt auch, natürlich ja. auch vereinfacht dann an der Stelle. Ja. Also wenn man das jetzt abschreibt, dann, ich glaube, da unten dieser wunderschöne Fehler, den auch ich mir nicht, selbst wenn ich ganz lange grübeln würde, was so ein studentischer Fehler, also da standen halt einfach, das war noch ein bisschen, ja, komplizierter will ich nicht sagen, aber da ging es einfach noch um andere, also an dem eigentlichen Widerstand stand noch ein Index dran und ich Also habe das jetzt so das einfach. Rauschen bisschen Ja, ich habe das einfach rausgenommen. schön durchnummeriert. Ne? Ich habe die jetzt halt 1, Ja. 2 und 3 genannt und in dem originalen studentischen Beispiel hießen die halt noch irgendwie anders. Ja, und darum geht es ja auch nicht. Also es geht jetzt irgendwie ja Genau, nicht und darum, dann. dass man genau sagt, das ist jetzt genau der Index, sondern. Genau, sondern es geht um dieses, dass da halt dann jemand hingeschrieben hat, irgendwie alles mal hoch 1 und dann das Ganze nochmal hoch 1 und. Naja, irgendwie schon so in der Art, ne? Also wenn man jetzt halt da bei mir unten sieht, die Formel da, das geht ja so in die ähnliche Richtung, aber. Ja. Okay. Also irgendwie können wir festhalten, nachzeichnen oder nachschreiben funktioniert. Aber, also ich habe ja hier wieder den einfachen Job. Ja? Ich kann ja jetzt einfach ganz viele. Aber, und dann meinte aber jemand, ich beende nochmal die Freigabe. Dann hat ja jemand gemeint, ja, aber es ist ja dann trotzdem noch zuordbar. Und dann ist ja für uns in Europa laut GDPR irgendwie mit Personen beziehbar, personenbezogen, doch relativ. Also, was sagst du dazu? Weil irgendwie. Also, das ist für mich doch sehr, 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 sehr weit hergeholt. Also, ich sag mal so, ich habe gestern, wann habe ich diesen Thread da geschrieben, den zweiten? Ich Der glaube gestern so im ursprüngliche. Ah Laufe, ich ja. glaube so im Laufe des Tages oder abends. Und da habe ich auch dann 25. Ja. diese zweite Klausuraufgabe fertig kontrolliert und habe halt diese Beispiele da, ich habe die dann schön in meinen Windows Journal reingeschrieben und habe die dann von da irgendwie rausgescreenshottet und ins Twitter reingepackt. Und dann habe ich mir heute Morgen mich halt hingesetzt und habe diese so typischen Fehler nochmal in meinen gelatechten Klausuraufgabenkatalog übernommen. Und bei manchen Aufgaben jetzt, also bei manchen Sachen aus dem Twitter-Thread, saß ich echt da und habe überlegt, Moment, bezog sich jetzt das auf diese Aufgabe oder auf diese Aufgabe, weil das halt schon so abstrahiert war, also dass selbst ich nicht mehr wusste, auf welche von den x Aufgaben aus meinem Klausurprüfungsaufgabenkatalog sich das bezieht, geschweige denn irgendwie, dass ich mich hätte daran erinnern können, bei welchem Studenten mir jetzt oder Studentin mir dieser Fehler aufgefallen ist. Und Also, diesen, ich sag mal ja. so, selbst wenn du jetzt, du hättest jetzt dieses Beispiel und du hättest jetzt 100 studentische Lösungen von der Prüfung, ich glaube, dann könntest du auch nicht 1 zu 1 sicher sagen, wer hat jetzt diesen Fehler gemacht. Es ist ja auch, also diesen gleichen Punkt gibt es ja auch tatsächlich bei Experimenten oder Nutzerbefragungen, wo ja Leute bewusst sagen, hier, ja, ich würde gerne teilnehmen, wo man ja auch nur bis zu einem gewissen Punkt sagen kann, okay, bitte zieh mich wieder raus, bitte zieh meine anonymisierte Nutzerumfragen-ID wieder raus, weil sobald ich die Zuordnungstabelle gelöscht habe, nachdem ich gesagt habe, okay, das ist die Quelle, so würde ich es gerne zuordnen, von mir aus mache ich Interviews oder so. Und sobald ich die Zuordnungstabelle weggeschmissen habe, kann ich ja gar nicht mehr sagen, okay, John Doe, Max Mustermann, du warst, hattest folgende ID. Ich habe deinen Namen weggeschmissen, weil der Name ist irgendwie irrelevant als Variable für mein Experiment. Oder von mir aus habe ich auch deine Postleitzahl. Oder ich erfrage deine Postleitzahl gar nicht, weil die ist auch trivial. Und ich habe nur deine Antworten. Und natürlich gibt es aber auch klare Forschung, die sagt, mit genügend hinreichend Daten und einem hinreichend kleinen Datenset kann man es eben doch wieder herleiten. Macht so ein bisschen die Diskussion auf Richtung Forschung, Forschungsethik auch so ein bisschen, inwieweit man überhaupt von komplett anonymisierten Daten sprechen kann. Aber klar, also wie gesagt, da bin ich auch sehr zwiegeschnitten, zumal du ja auch nicht komplette Klausuren hochlädst. Muss man ja auch einfach mal sagen. Das ist irgendwie ein Auszug, das ist von mir aus eine Teilaufgabe. Es ist geblurrt. Ich hätte zum Beispiel auch den QR-Code irgendwie erst komplett abgeschnitten, sodass man, natürlich weiß man nicht, was dieser QR-Code überhaupt ist in dem ersten Thread. Wahrscheinlich war es nur die Abgabe, so wie ich deine Klausuren kenne. Aber irgendwie, also so, es regt sich dann doch so German Team Datenschutz, so ein bisschen zumindest, mit einem gewissen Kontext und der Intention, was du damit ja erreichen möchtest, würde ich sagen, ist es eben nicht Hashtag Student Shaming, weil auch wenn man so ein bisschen deine Arbeit kennt, dann ist es das eben nicht. Und so von der Intention her, ich glaube, wenn jemand wirklich so richtig vom Leder herziehen will, dann macht er das irgendwie schlauerweise nicht online. Also ich meine, so ist ja wirklich, glaube ich, keiner. Dann nicht unter einem
echten Namen mit Berufsprofil und was auch immer. Ja, und irgendwie, also wie gesagt, zusammen mit der Intention, was ich einfach interessant fände, wenn man es eben macht, um Kategorien herauszufinden, weil, und also teilweise habe ich auch gedacht, boah, jetzt macht der Matthias hier schon wieder so ein extra Rad, korrigier doch einfach nur die Klausuren. Also, die Argumentation könnte man ja auch fahren, dass man sagt, okay, es ist irgendwie, ja, Kategorien an Fehlern herausfinden. Also ich würde jetzt ohne was, also ich würde es nicht machen, sage ich ganz ehrlich, also weil es ist halt irgendwie doch nochmal eine extra Arbeit und am Ende des Tages ist man, glaube ich, einfach nur froh, wenn man Klausuren korrigiert hat. Gab's ja, also wir hatten jetzt auch erst Klausurenphase an diversen Standorten und Unis und ich glaube, jeder kann, ist froh, wenn er diese Klausuren einfach nur bearbeitet hat, es sind alle Klausuren da, nichts ist weggekommen, im besten Fall haben alle bestanden, weil dann braucht man keine Nachprüfung. Also es ist ja durchaus ein krasser organisatorischer, administrativer Aufwand. Deswegen musste ich schon echt hart schmunzeln, als es dann war, Matthias hat noch einen extra Schritt gefunden und hat Kategorien gefunden. Auf der anderen Seite... Ja, ich meine, diese Kategorien sind jetzt... ich würde jetzt das gar nicht so sehr an diesen Kategorien festmachen. Also dafür müsste man, glaube ich, jetzt noch mehr Beispiele sammeln und dann könnte man sich vielleicht wirklich... Also aber da bin ich jetzt, glaube ich, auch nicht der Erste, der das macht, da irgendwie so eine Taxonomie von irgendwelchen Fehlergruppen aufzumachen. Gerade die Überlegung über Kohorten, also wenn du das jetzt, ich meine, das machst du jetzt schon öfter und auch die Open-Book-Klausur machst du ja schon länger und dann wäre es ja eben doch mal spannend zu sagen, ich verfolge das über Kohorten und dann ist eben nicht mehr klar, ist das Soße 22 gewesen oder war das irgendwie erstes Pandemiejahr oder ist das Wintersemester 25? Also insofern hat das ja auch was Gutes. Genau, und ich meine, was ich vielleicht eben auch damit zeigen wollte, ne? Ich meine, alle Welt spricht davon, oh Gott, Open Book Klausuren. Und man möchte ja den Studierenden nichts unterstellen, aber. Und dann ist ja, mein Klausuraufgabenkatalog ist verbrannt. Und es können ja alle alles googeln. Und nein. Ne? Also, eigentlich ist der Gegenbeweis. Genau, Studierende nutzen trotzdem offensichtlich sozusagen die falsche Formel oder die richtige Formel im falschen Kontext oder wie auch immer, weil es ihnen nicht bewusst ist, dass es an der Stelle die falsche, also vielleicht haben sie auch einfach die falsche Formel gegoogelt, weil sie auf einer irgendwie ungünstigen Seite waren oder sie haben das nicht verstanden, was sie da ergoogelt haben oder keine Ahnung was. Ne? Also ich meine, das wäre ja sozusagen irgendwie noch so ein bisschen der nächste Schritt heraus, also aber klar, dafür müsste man jetzt die Leute befragen. Wahrscheinlich werden sie halt einem sagen, so what, keine Ahnung, warum ich diesen Ansatz gewählt habe, erschien mir halt plausibel. Ich meine, wenn ich irgendwann einen Fehler mache, weiß ich auch nicht danach, warum ich den Fehler gemacht habe. Ganz ehrlich, ich vermute, Nummer 1 Antwort ist, es musste schnell gehen und best guess, ich hätte auch treffen können und weiter ging's. Also. Genau. Ja, ich meine, definitiv so wird es halt in den allermeisten Fällen laufen. Aber also obwohl die Klausur Open Book ist, obwohl und Open Web und die Leute googeln könnten und das vielleicht offensichtlich auch machen, keine Ahnung. Ich war ja dieses Mal nicht dabei, leider. Ich war im Urlaub. Kollegen und Kolleginnen haben für mich leider die Klausur betreut. Und beaufsichtigt. Aber also, schönes Beispiel dafür. Und obwohl Leute einen Rechner benutzen können und MATLAB, Octave, Python, was auch immer, sozusagen die abgefahrensten, mächtigsten Berechnungstools der Welt an der Hand haben, machen sie trotzdem Fehler in der Zahlenrechnung. Ja? Oder wählen irgendwie komische Umformungsschritte. So, und ich meine, Ja, gerade deswegen würde ich tatsächlich, ich meine, es ist halt die Frage, ob da Studierende auch Bock haben, weil für die ist es ja auch irgendwie ein extra Schritt, nochmal quasi die Klausur zu besprechen, aber es bringt mich so ein bisschen zu den Alternativen und da haben ja auch Leute geschrieben, so, habe ich auch schon mal gemacht, aber irgendwie haben wir die und die Variante, dass man tatsächlich den Studierenden in die, also ich meine, das Semester ist ja vorbei, also der Anreiz, jetzt nochmal bei Mangdowski vorbeizukommen, ich sag mal so, der ist gering, das hat aber nichts mit dir zu tun, das hat einfach mit der Ökonomisierung zeittechnischer Natur des Studiums zu tun. Weiß ich nicht, ob ich das machen würde. Bin ich ehrlich, die Leute, die da irgendwie Bock drauf hätten, die würden auch so zur Klausur ein sich kommen. Aber vielleicht wäre es tatsächlich eine Variante, dass man der nächsten Kohorte sagt, okay, pass auf, Leute, 1,234 Milliarden Möglichkeiten, also dein Meme. Ja? So, hier sind die Top 10 Kategorien oder wie auch immer, dann von mir aus auch abgeschrieben.
Was sagt ihr dazu? Also, dass man das tatsächlich vorher mit in die Klausurvorbereitung zieht und nicht nur habt ihr noch Fragen macht oder bringt eure Fragen mit, sondern ich spule gerade die Zeit oder ich hole die Zeitkapsel raus. So haben das eure Vorkohortenleute gemacht. Hier sind noch ein paar Prozentverteilungen und das bringt uns auch so ein bisschen zu diesem Paper, diesem Konferenzpaper, was du auch mit verlinkt hattest, um zu sagen, 57% ist halt irgendwie leider Formel falsch oder Formel nicht richtig eingesetzt oder falsche Formel. Überlegt euch, wofür man Dinge braucht. Aber auch da muss ich sagen, ist irgendwie der Erkenntnisgewinn, wenn man jetzt vor einer Gruppe Studierender steht und sagt, überlegt euch bitte, welche Formel ihr benutzt. Dann sagen, ja, machen wir, okay. Und das garantiert nicht, dass alle die richtige Formel benutzen oder die richtig auflösen und so weiter. Also ich erinnere mich, dass wir vor Pandemiezeiten, also wir machen ja immer in der Grundlagen Elektrotechnik Lehrveranstaltungen zum Ende des Semesters oder halt vor so Leistungskontrollen und Prüfungen schon nochmal irgendwie immer so spezielle Formate zur Prüfungsvorbereitung, die dann halt vielleicht nochmal ein bisschen interaktiver sind, ja, oder eben dieses muntere Prüfungsaufgaben, Brainstorming. Und wir haben mal in einem Jahr tatsächlich auch schon so ein Format gemacht. Das war, da muss ich so, weiß ich, die ersten zwei Semester so Videos gemacht haben. Und dann sind wir genau auf diese typischen Fehler halt mal eingegangen. Und das am Ende führte das leider dazu, dass irgendwie die Studis dann in der Leistungskontrolle, die eine Woche, zwei Wochen später war, präzise genau diese Fehler eigentlich wiederholt haben. Und ich glaube, das Problem war halt, dass wir damals gesagt haben, also pass auf, hier, so ist irgendwie der Fehler oder so ist die Rechnung, das ist der Fehler, so müsste es richtig sein. Also so ein bisschen, wie ich das jetzt auch in dem Twitter-Thread gemacht habe. Und ich glaube, das Ding ist, man müsste halt, das will ich auf jeden Fall auch im nächsten Semester mal ausprobieren, ist halt zu sagen, also pass auf, hier ist ein studentischer Rechenweg, und dann nimmt man irgendwie ein Audience-Response-Tool und sagt halt, ist der richtig, ist der falsch, ja, und lässt die Leute vielleicht erstmal irgendwie darüber voten. Und, und dann kann man ja zum Beispiel hier irgendwie so ein Heatmap oder Jorn-Loewes-Schach-Wall-Tool oder einfach Zoom-Whiteboard-Freigabe und dann halt sagen, es denken irgendwie über die Hälfte oder keine Ahnung, drei Viertel, das ist jetzt falsch, wo ist denn der Fehler? Ja. Ja, und dann sitzen alle da im Hörsaal und versuchen da jetzt mal irgendwie Fehler einzukreisen. Und dann sieht man ja schon so ein bisschen vielleicht mit Schwarmintelligenz, ob das in die richtige Richtung läuft oder nicht und kann das halt so ein bisschen diskutieren. Weil ich glaube, das Entscheidende ist nämlich, dass man nicht den Studierenden sagt, ah ja, so hat jemand gerechnet und übrigens das und das an der Stelle da ist falsch, sondern dass man die Leute selber darüber nachdenken lässt, erstmal ist das richtig oder falsch und B, wo wird es denn falsch oder bis wann ist es denn noch richtig? Weil das habe ich ja gestern auch geschrieben, das, was den Studierenden meines Erachtens fehlt, ist so ein Blick, der natürlich schwer zu entwickeln ist, womit man relativ schnell sieht, das sieht richtig aus oder das ist definitiv falsch. Also ich meine, ich gucke natürlich auf so Sachen drauf und sehe halt auf Anhieb, okay, das ist falsch, weil kann gar nicht stimmen wegen den Einheiten. 10 Jahre Lehrerfahrung helfen. Ja, definitiv. Ne? Aber ich meine, es gibt so ganz einfache Sachen. Also zum Beispiel, das Beispiel, was du halt gerade gezeigt hattest, auch nochmal, wo jemand halt irgendwie, weiß nicht, 10 Ohm rechnet plus 10 Mikrofarad. So, jetzt sagst du auch, so what? 10 Ohm plus 10 Mikrofarad, warum soll das nicht gehen? Ja, wenn ich denn meinen Kindern sage, ja, das oder auch den Studierenden sage, das ist wie wenn ihr rechnet 10 Meter plus 10 Minuten, was soll da rauskommen? Das geht einfach nicht. Ne? Man kann nicht Größen mit unterschiedlichen Einheiten addieren. Aber weil Ohm für euch irgendwie so ein bisschen abstrakt ist und Mikrofarad erst recht, sagen alle, so what, warum soll das nicht gehen? Aber wenn man sich halt, Mikrofarad also, Ohm pro in Quadrat. So, ja, ja. Und das sind dann so Sachen, also, ne, ich meine, jetzt driften wir so ein bisschen ins Fachliche ab, aber wenn die Einheiten nicht stimmen, dann ist das Ergebnis definitiv falsch. Wenn die Einheiten stimmen, heißt es kein stringenter Beweis dafür, dass die Rechnung richtig ist, aber ist zumindest schon mal irgendwie ein ganz gutes Indiz dafür, dass das stimmen könnte, was man da gemacht hat. Also ich will noch mal kurz zur Schwarmintelligenz zurück. Das kann natürlich auch relativ hart zurückfeuern,
weil die erste sagt, ja, hier vorne, alle so, alle klar, wir folgen ihm, die scheint es zu wissen. Und also das ist natürlich jetzt der schlimme Fall. Du hattest ja auch positive Erfahrungen gemacht mit Einkreisen und auch so ein bisschen nudgen, so, vielleicht guckt ihr euch eher den Teil an oder guckt euch mal die Einheiten an. Hat natürlich auch wieder den Nachteil, das geht mit Formeln. Ich weiß nicht, ob das mit irgendwie einem Essay in der Portfolioprüfung oder einer Nebenleistung Podcast ginge. Das ist einfach mehr Aufwand, weil eben nicht klar ist, okay, da wurden nicht die richtigen Einheiten benutzt. Das ist irgendwie sehr, ist auch einfach ein klarer Beweis, ein klares Indiz an der Stelle. Ja, was würdest du dazu sagen? Also wie würdest du aber das so auf andere Prüfungsformen? Also ich denke, mit einem Essay zum Beispiel, das, also sagen wir mal mit einem Text, ja, wo eben keine Formel, ich meine, bei uns sind das ja oft so handschriftlich geschriebene Sachen, weil eben Formeln, Abbildungen, Diagramme, Schaltbilder und so. Wenn man das jetzt halt rein textbasiert macht, würde ich sagen, das geht halt genauso, es geht fast nur einfacher, da packe ich das in irgendeinen Online-Editor rein und sagt, jetzt kommentiert halt alle da drin rum und markiert irgendwie was, wo ihr denkt, das ist jetzt falsch formuliert oder das ist inhaltlich falsch oder stimmt der Ausdruck nicht oder genau. So. Nur, dass du nicht sagen könntest, ich ändere den Text jetzt oder ich schreibe es nochmal ab oder ich paraphrasiere es. Also dann kommen wir sozusagen schon ein bisschen wieder in die Diskussion, das ist ja dann doch irgendwie, also ich mache mal ein Beispiel, ich habe mal in der Übung, aber also nicht hochgeladen, sondern einfach nur in der Übung positive Beispiele gezeigt. Einfach gesagt, okay, das waren ja die Übungsaufgaben und hier ist eine, das fand ich schön, das war irgendwie schön argumentiert oder auch das war, es ging sogar weiter darüber hinaus. Und selbst das war nicht so, also so richtig toll fanden die Studierenden das nicht. Und da war ich auch so ein bisschen überrascht, so ey, aber ich, also ging jetzt auch nicht um irgendwie jemanden krass auf den Podest zu heben und es war auch irgendwie nur so, ich habe das dann auch irgendwie so Two Minute of Fame genannt, aber irgendwie habe ich so die Vermutung, so, ja, man, Anonymität ist etwas sehr Wertvolles. Auch, muss ich auch selber sagen, auch in der Prüfungssituation. Am Ende des Tages braucht man aber irgendwie zu einer Matrikelnummer die Prüfungszuordnung und da hat man genug gemacht und wie gut war das, etc. Aber irgendwie finde ich es einfach spannend, dass es gar nicht so sehr, also es ist jetzt, wie gesagt, eine subjektive Wahrnehmung, gar nicht so sehr gewünscht ist. Dein Beispiel, gut, wir haben jetzt auch nur Lehrendenmeinungen hier auf Twitter gehört. Fände ich einfach spannend, was denn Studierenden da irgendwie zu sagen. Aber so richtig gewünscht, positiv wie negativ, ist es irgendwie auch nicht. Man hätte, glaube ich, schon gern sein Feedback und das soll irgendwie auch fair sein. Das muss sein. Aber ansonsten, wir haben das dann tatsächlich weitergemacht und es war auch ganz, also dadurch, dass es eben nur in der kleinen Kohorte war, hat man auch, also ohne Namen, selbst obwohl man die Studierenden natürlich auch kannte. Aber fand ich einfach spannend, dass es irgendwie positiv wie negativ, irgendwie ist es doch ein gewisses Minenfeld. Ja, weiß nicht. Also mit so positiven Beispielen, weiß ich nicht, haben wir bei uns jetzt irgendwie noch nicht so ausprobiert. Es gibt ja irgendwie immer Leute, die das gut machen. Also ja, also ja doch, manchmal hebe ich das natürlich auch schon irgendwie hervor. Also zum Beispiel letztens bei der wo wir hier unsere Online-Leistungskontrolle hatten und dann habe ich halt die Studierenden in der Lehrveranstaltung praktisch live mal in kleinen Gruppen die Variante vom vorherigen Semester durchrechnen lassen. Da war halt irgendwie so eine Dreiergruppe dabei, die haben das in 60 Minuten geschafft, irgendwie 25 von den 30 Fragen komplett richtig zu beantworten. Also das war halt schon ziemlich beeindruckend. Also das, da hätte ich mich halt auch irgendwie anstrengen müssen, das so zu schaffen. Also alleine vielleicht, ne? Aber und das habe ich auch dann mal gesagt, dass das da auf jeden Fall irgendwie erstaunlich gut ist. Also vielleicht müssen wir generell irgendwie so ein bisschen an der Fehlerkultur arbeiten, keine Ahnung. Ich habe so das Gefühl, jetzt ist ja bald wieder Mathematikvorkurs und da wären auch so wieder so Sachen kommen, dass Studierende, wie ist es immer so ein bisschen, ich habe so das Gefühl, dass sie Angst haben, davor Fehler zu machen, weil sie das so in der Schule irgendwie vielleicht eingebläut bekommen, bloß keine Fehler zu machen. Und dann sage ich immer, hier gibt es ja auch dieses schöne Buch von Piet Klocke, Scheitern als Weg, ja, das ist total, eigentlich am Anfang total gut, das Fehler zu machen, weil man halt ganz viel aus so Fehlern lernen kann, aber irgendwann, man darf halt nicht... Es tut halt weh. Genau. Also, und es tut halt ein bisschen weh und man darf halt nicht x-mal hintereinander den gleichen Fehler machen. Aber ich meine, weil das Ding ist nämlich, wenn man später irgendwie forscht, da macht man ja auch andauernd Fehler. Irgendwas geht kaputt, irgendwas funktioniert nicht auf Anhieb und man muss so eine gewisse Resilienz entwickeln und eben auch so dieses Gespür,
oh, jetzt habe ich was gemacht, das war aber jetzt irgendwie nicht so gut, weil das funktioniert jetzt nicht. Ja, und ich muss auch erkennen, dass das jetzt ja irgendwie falsch war. Weil da gibt es ja keine Musterlösung. Also du hast ja immer eine Musterlösung für Leute und sagst genau da, aber das gibt es ja bei ganz vielen Sachen. Auch wenn man die meisten deiner Studierenden oder unserer Studierenden gehen nicht in die Forschung, also um auch da mal ein Realweltbeispiel dazu bringen. Ja, aber auch in der Industrie gibt es keine Musterlösung, deswegen kommen ja Leute zu dir als Ingenieur, als Ingenieurin, weil sie die Antwort nicht wissen. Und das ist bei den Politologen eben genauso. Und wo es ja auch noch mal komplizierter wird. Ja, krass. Ja, es ist, wie gesagt, die Fehlerkultur ist, glaube ich, es reden ja alle über Prüfungskultur, Fehlerkultur, ja. Vielleicht gibt es dann bald das Institut für Fehlerkultur. Man weiß es noch nicht. Aber kriegst du das irgendwie, also glaubst du, da haben wir wirklich einen Einfluss drauf? Du mit, also wenn man irgendwie ab und zu mal ein Seminar oder auch einen Vorkurs anbietet, ich meine, du hast ja relativ viel Einfluss als nicht Lehrbeauftragter, aber dadurch, dass du so in der Lehre involviert bist und ich meine, wenn man den ganzen Vorkurs von der ganzen Studierendenkohorte mit vorbereitet, glaubst du, das reicht, um das sozusagen zu ändern? Oder ist es dann eher so, das ist natürlich jetzt eine gemeine Frage von mir, aber ist es dann eher so, okay, bei McDowsey ist das nun mal so und bei dem Rest müssen wir eigentlich, da fragen wir keine Fehler. Also ich erinnere dich nur an die Labertasche. Das hat die Person dich gefragt, weil ich behaupte, dass bei dir klar ist, dass man solche Fragen stellen kann. Ja, ich würde sagen, steht der Tropfen hüllt den Stein. Ne? Also ich meine, irgendwer muss mal damit anfangen und man kann das ja versuchen, irgendwie so ein bisschen zu kultivieren, das Thema. Und ich versuche ja auch meinetwegen mit so Evaluierungsergebnissen von der Lehrveranstaltung relativ offen umzugehen. Ja, das stimmt. Ja, ich meine, Feedback kann halt allgemein, um mal so ein bisschen den Ausblick aus dem Thema zu finden, Feedback kann ja irgendwie allgemein immer so, ja, so zweckentfremdet werden, in beide Richtungen wohlgemerkt, muss man ganz ehrlich sagen. Also man findet sehr komische Seiten über Dozenten, Professoren-Ratings. Gab auch früher, als ich noch zur Schule ging, komische Gerüchteportale. Also das ist auch wirklich das ist dann nicht mehr mit, ich möchte Feedback geben, sondern das ist ganz klares Cybermobbing und Hetze, muss man auch einfach mal an der Stelle ganz klar sagen. Vor allem, wenn es dann eben doch persönlich wird und das Schwierige ist, und das ist ja auch, also überhaupt Feedback zu bekommen ist schwer, Feedback zu geben ist aber irgendwie auch schwer, den fachlichen Inhalt von dem, was passiert ist, von der Person zu trennen. Und sowohl bekommen als auch erhalten und auch ja, geben ist dann eben sehr schwer. Und steht der Tropfen, hüllt den Stein. Ich bin kritisch oder weiß nicht, ob wir das wirklich irgendwie so hinbekommen oder ob es dann eher klar ist, okay, in der einen Vorlesung kannst du es machen, in der anderen, weil natürlich wissen Studierende auch ganz gut, wie sie Lehrpersonen einzuschätzen haben. Das unterschätzen, glaube ich, einige. Aber eine Möglichkeit, Fehler früh aufzudecken, ist Fragen zu stellen. Fragen stellen kann man, gibt es noch Fragen? Dann gibt es keine Fragen. Also ich mache schon mal den Ausblick aufs nächste Kapitel. Du kannst mich gerne unterbrechen, falls du noch was zu den Klausurfragen und Antworten hast. Und wenn man eben ein paar Fragen hat, dann würde man die höchstens anonym stellen. Wir haben irgendwie auch schon Pigeonhole, anonymes Frageformular benutze ich ganz gerne, auch in den Übungen. Resonanzmäßig, du hast aber ein Format gefunden, das ich auch schon mal online gefunden habe, der sogenannte Askathon. Askathon ist irgendwie ja von to ask Fragen und dem Marathon, also einem, und das Prinzip, so wie ich es verstanden hatte, war, die Sendung oder diese Session gehört dann erst dann auf, wenn es keine Fragen mehr gibt. Ja, eigentlich ja. Sagen Leute auch, ich mache das jetzt 10 Stunden lang, so machen das einige Twitch-Streamer tatsächlich. Es gibt einen ganz coolen Physik-Doktoranden, von dem habe ich das, kann ich später auch nochmal posten. Und deswegen würde ich sagen, wir springen mal in deinen Askathon. Und ich würde mit einem Video anfangen, das ich von dir gefunden habe. Es ist nur ein Clip, aber ich würde sagen, der Ton, ich teile nochmal Ton freigeben. Das müsste funktionieren. Das wird nicht funktionieren. So, also also allein die ersten 3 Sekunden sind schon einfach pures Gold, weil man halt einfach sieht, dieser Mensch weiß auch nicht alles and that's okay.
Vor allem, weil die Frage hört man ja nicht, aber ich glaube, du wirst auch komplett irgendwie auf einen heißen Stuhl geworfen. So, weiß ich nicht, aber gucken wir mal weiter. Ja. Bitte? Eigentlich hatte ich ein zweites Mikro verteilt. Aber das ja, weil wir mit dem Kondensator jetzt kein... Genau, ich fand es auch interessant, weil gerade hatten wir so ein bisschen, ja, Datenschutz und Studierende, willst du? Und ich höre jetzt nicht, was die Person sagt. Ich kann irgendwie auch nicht mal sagen, irgendwie ist es rechts und es zwei Personen, vielleicht, also, aber auch da ist es ja irgendwie durchaus möglich, dass du sagst, ich streame das jetzt und es können Fragen gestellt werden. Also ich glaube, der Tropfen wurde in deiner Fragen sind erlaubt und es hat ja sogar jemand geklippt. Also da hat sich jemand gesagt, ey, das ist irgendwie ein interessanter Ausschnitt. Also da scheint es ja durchaus Möglichkeiten zu geben. Eine Zweifeltheorie machen. Also was wollen wir jetzt mit Zweifeltheorie machen? Und wir haben ja auch nur eine Quelle. Ja, erstmal haben wir hier sowieso nur die eine Quelle und die ist jetzt auch weg. Also was wollen wir jetzt mit... Ne? Uns interessiert die Spannung hier. Jetzt den Rest der Schaltung kriegen wir nicht. Muss ich ehrlich sagen, ist für eine Outdoor... Also für... ich stopp nochmal den Ton. Muss man sagen, ist für einen Outdoor-Clip echt gut von der Audioqualität. Wie war das für dich? Hast du einfach gesagt, also vor allem den Start stelle ich mir schwierig vor. Also kannst ja, also habt ihr Fragen? Hast du wahrscheinlich nicht gefragt. Und wie hast du es überhaupt eingeleitet, dass du gesagt hast, Leute, wir machen einen Askathon, also so, was will der Markdowski jetzt schon wieder? Wie hast du das eingeleitet? Ich habe, also erstmal, warum habe ich das halt draußen gemacht? Ich habe ja letztes Jahr irgendwie da ein paar von diesen Outdoor-Übungen gemacht und irgendwie fand ich das halt ganz nett, das mal wieder zu machen. Und die Fakultät für Mathematik hat ja so eine richtige Tafel dahin gebaut. Und letztes Jahr habe ich das ja immer an so einer flatterigen Flipchart-Wand gemacht, da an dieser Garagenrückwand. Ja. Und jetzt wollte ich das auch unbedingt mal an dieser Tafel halt ausprobieren. Das war auf jeden Fall... Ist das da bei dem umgedrehten Atrium, als ich dich besucht habe? Genau. Okay, da ist jetzt, okay, dann Grüße an die Mathematiker. Genau. Karl und Schwer wohl mal sich für eingesetzt, dass da mal eine Wand hinkommt, ja? Ja, nee, aber die war schon da, als wir da auch vorbeigegangen sind. Die ist so zwischen zwei, das ist so wie so ein Tank aufgeschnitten, das soll so ein bisschen diese Magdeburger Halbkugeln stilisieren und dazwischen ist halt so eine Tafel. Okay, aber die Stühle sind noch, also diese Bank ist ja, noch... Ja, und diese Stühle und in der Mitte steht irgendwie so ein Baum und ringsrum ist so eine Sitzgruppe. Und da saßen auch die Studis und irgendwo stand mein Lastenrad rum und in der Mitte hatte ich halt eine Kamera hingestellt, irgendwie so da, wo der Baum steht und so. Und ich wollte halt dieses mal wieder die Lehre hinaustragen auf den Campus. Ich finde das ja auch mal ganz spannend, wenn dann irgendwie so Leute vorbeigelaufen kommen und dann grüßt mal noch hier jemand und sowas. Und ich habe das dann eine Woche vorher oder so im Moodle-Kurs angekündigt und habe gesagt, dann gibt es halt nochmal eine Sprechstunde, die findet halt so draußen statt, ihr könnt halt Fragen stellen. Und dann war ich halt natürlich ein bisschen vorher da, habe halt aufgebaut, habe das Zoom-Meeting aufgemacht, da waren auch schon irgendwie, keine Ahnung, 10 Leute im Zoom-Meeting drin, dann habe ich hier schon mal gefragt und so ein bisschen gesagt, ihr könnt dann gleich Fragen stellen, ihr könnt euch schon mal im Zweifel darüber jetzt streiten, wer die erste Frage stellen möchte. Und es kam aber tatsächlich, also ich glaube, Studierende sind schon mit Fragen hingekommen. Es muss immer so ein bisschen das Eis gebrochen werden, wer dann halt die erste Frage stellt. Mhm. Und danach sprudelt das dann so aus den Leuten raus. Und hat eigentlich so in dem Sinne ganz gut funktioniert. Und ich meine, da werden dann halt so Fragen von bis gestellt. Aber meistens schon so kündige ich das ja auch immer vorher so ein bisschen an, dass da halt möglichst konkrete Fragen gestellt werden. Ja, also nicht irgendwie, ich habe dieses Thema nicht verstanden, können Sie das nochmal erklären, weil da gibt es wieder tausend ein Video, was man sich halt angucken kann, sondern ich habe diese Aufgabe versucht zu rechnen und mit dieser Schaltung und jetzt verstehe ich nicht an der Stelle, warum man das jetzt so machen sollte oder andersrum. Das so versuche ich das immer zu erklären vorher, dass das eigentlich so die besten und ergiebigsten Fragen sind, an denen man dann halt arbeiten kann. Lässt du dir irgendwie Fragen auch vorher mal zuschicken oder lässt du dir auch mal irgendwie eine Skizze vorher mal zeigen oder wie läuft das? Naja, also wenn dann höchstens 5 Minuten vorher oder so, also jetzt auf jeden Fall nicht mehrere Tage vorher. Das heißt, ich komme da auch relativ unvorbereitet hin. Manchmal muss ich auch sagen, nee, das
kriege ich jetzt auch nicht hin oder da muss ich jetzt auch erstmal einen Moment drüber nachdenken, aber die allermeisten Sachen kriege ich dann doch irgendwie schon so hin. Und ich meine, also das sage ich ja den Studierenden auch immer, meinetwegen auch in der mündlichen Prüfung, ja, oder ich meine, in der schriftlichen Prüfung ist immer so die Sache, man hat halt nur begrenzt Zeit, aber in der mündlichen Prüfung geht es ja auch nicht darum, jetzt irgendwie alle Antworten sofort wie aus der Pistole geschossen zu liefern, sondern halt irgendwie so laut nachdenken zu können, ja, und zu sagen, also, okay, das ist der Ansatz oder das ist, ne, das nehmen wir jetzt mal irgendwie als gegeben hin und was ist gesucht und wie können wir jetzt irgendwie die Lücke dazwischen füllen und man könnte sich das überlegen oder das und das hat so jeweils die Vor- und Nachteile und ich meine, ich versuche ja, also, ne, ganz, deswegen dauert das ja vielleicht auch manchmal so lange, bis ich dann zu einer Lösung komme, weil ich halt ganz viel dabei erkläre, nicht einfach nur das irgendwie aufschreibe, sondern sage, man könnte das jetzt so machen, man könnte es so machen, jetzt wählen wir mal den Weg, weil das hat halt den und diesen und jenen Vorteil und jetzt könnte man so weitermachen, das ist aber nicht sonderlich gut, sondern wir müssen mal, ne, sonst wird der Weg sehr steilig, sehr, sehr, sehr steinig, wir müssen mal nochmal ein Stück zurückgehen auf dem Wanderweg, eine Kreuzung zurück da abbiegen und dann können wir einen schönen asphaltierten Weg zum Gipfel hochgehen, wenn wir jetzt irgendwie so die Formel weiter umstellen. Ja, es erfordert aber echt einen krassen kognitiven Load, diesen Wanderweg, den du jetzt mit der Forschung aufgezogen hast, irgendwie auch vorauszudenken, quasi wirklich die Gruppe zu führen, irgendwie auch mit anzutreiben, also du bist irgendwie ganz vorne, um zu pionieren, du bist irgendwie vorne in der Gruppe und du bist aber irgendwie auch hinten am Treiben. Du hast, glaube ich, keinen Tutor oder Teacher, Teaching Assistant, der dir da irgendwie hilft. Also das ist irgendwie, muss man auch mal einfach sagen, schon relativ krass, dass du halt sagst, nö, komm, ja, bring your own questions sozusagen. Das ist, ja, wirklich, ich würde sagen, ungewöhnlich, weil ich finde es auch fair zu sagen, kommt bitte mit Fragen, schickt sie auch gerne bitte vorher, dann kann man das irgendwie auch clustern. Und auch zu sagen, finde ich auch fair zu sagen, weiß ich nicht, oder das ist irgendwie jetzt irgendwie out of bounds im Sinne von, also fachlich, inhaltlich nicht relevant. Das, so eine Aussage hilft ja auch einfach mal. Ja, trauen sich, glaube ich, nicht so viele. Und das dann auch noch zu streamen, Matthias. Bist du verrückt? Also feiere ich natürlich im Sinne der Transparenz, weil man auch, dass deine Studierenden da so mitmachen. Aber ja, Ich hätte Schwierigkeiten, ja, auf jeden Fall. Ich hätte Schwierigkeiten, das generalisiert in ein Handbuch für digitale Lehre zu schreiben. Also Streaming jetzt schon im Allgemeinen, weil man viel wieder benutzen kann. Outdoor mit Hollyland-Mikrofonen oder anderen anderartigen Mikrofonen rumzuhängen. Dann noch ein zweites und von einem Lastenfahrrad will ich ja schon mal gar nicht anfangen. Das entwickelt sich ja eher so in die Richtung Batmobil von den Gadgets. Eine sehr coole Möglichkeit. Und auch gerade, weil es so gut angenommen wird. Und ich glaube, auch das verstetigt sich, dass es vielleicht auch so, weil alle feiern diese Weihnachtsvorlesung, also viele zumindest, so diese krassen Vorlesungen, wenn teilweise Leute, die gar nicht an der Uni sind, sich die letzte Vorlesung vor Weihnachten, da gibt es groß 15 Jahre alte YouTube-Videos mit fast Millionen Klicks. Und ich könnte mir vorstellen, dass so ein Askathon vielleicht jetzt nicht so die gleiche populärwissenschaftliche Größe bekommt, aber zumindest Leute vielleicht doch irgendwie mit Popcorn davor sitzen und sagen, der Magdowski macht wieder seine Outdoor-Übungen, vielleicht kombiniert man das auch, also ja, versuche ja mal irgendwie alles so ein bisschen größer und weiter zu denken. Und das könnte, glaube ich, echt auch so eine, ja, das könnte auch mal irgendwie eine Pressemitteilung von der OVGU wert sein. Also es war auf jeden Fall ein Happening. Also, ne? Ich hatte auch irgendwie noch ein paar Getränke mitgebracht. Das Geile war, dass die Studis direkt darauf angesprungen sind. Ich hätte gar nicht so viel mitbringen müssen, weil jemand anders brachte auch noch irgendwie einen Kasten Mate mit. Und also wir waren auf jeden Fall gut versorgt. Es wurde dann auch, ich muss im nächsten Jahr gucken, da müssen wir diesen Termin schon irgendwie dann auf den Vormittag legen, weil es wurde nachmittags da wirklich sehr sonnig. Ja. Und sehr warm und ich musste dann noch irgendwie einen Schattenspender für die Kamera improvisieren. Ich meine, technisch hat das alles gut funktioniert und wir waren 10-12 Leute so vor Ort. Wir waren ungefähr 10-12 Leute in Zoom und nochmal 10-12 Leute in Twitch. Und Das ist mehr als so manche, das ist mehr als in so mancher Übung oder auch Vorlesung. Also genau, ja. Und ich meine, und dieses, die zweiwöchige Aufzeichnung, die es dann gibt, also das war ja halt so 2 Wochen vor der Prüfung ungefähr, oder nee, ich glaube, es war sogar nur 1 Woche vor der Prüfung. Die haben sich halt dann bis zur Prüfung ungefähr 200 Leute angeguckt, die Aufzeichnung. Ja. Ich meine, das ist nicht ganz unerfolgreich. Von wie viele Leute hat das, also das sind noch mehr Aufrufe als Studierende, oder?
Ja, definitiv. Also ja, deswegen, es ist krass. Das also muss, an der, das an der ist Prüfung, halt auch mal eine Ansage. An der Prüfung haben jetzt 60 Leute mitgeschrieben. Ja. Okay. Ja, aber das sind einfach interessante Datenpunkte, dass man sich halt, also auch wann und wie oft und ich, das hat nicht jeder im Durchschnitt 3-mal geguckt. Da wird es Leute gewesen sein, die haben sich das vielleicht auch öfter angeguckt und dann gibt es auch immer Leute, die sagen, ja, nee, das ist. Du musst mir das jetzt technisch erklären, weil jetzt, du hast ja jetzt sozusagen einen Clip gezeigt. Das hat halt jemand geklippt, diesen Ausschnitt da. Ja. Und den findet man jetzt auch, wie hast du den jetzt gefunden? Weil der dann auf meinem Kanal irgendwie als Clip auftaucht. Ah, okay, interessant. Genau, also ich kann dir das mal. Da so genau habe ich da wieder nicht hingeguckt. Oder wenn man. Wenn ich ja, weil ich fand es einfach. Wenn ich da keine E-Mail-Notifikation bekomme. Ah ja, da unten, okay, ich sehe. Bei genau, und hast halt irgendwie einen Aufruf. Clips, ich war jetzt wahrscheinlich der zweite. Und ich fand einfach interessant, ich wollte jetzt schnell einen Clip finden oder schnell. Ja, also zwei von den drei war definitiv jetzt ich. Ja. Und nö, man sieht dann auch irgendwie wer, alles schön irgendwie mit einem Pseudonym, alles gut. Was ich auch übrigens sehr interessant finde, wir driften so ein bisschen auch in Twitch-Diskussion ab, man kann jetzt Kanälen Feedback geben. Also Legibility, Ansprechbarkeit und es wird dann anonym weitergeleitet. Also weil wir ja gerade auch mit Feedback und Reviews irgendwie eingestiegen sind in den Stream. Das ist tatsächlich neu. Ich sollte mal ab und zu die Release-Notes von Twitch lesen. Das ist irgendwie ganz, ganz cool. Also schließt so ein bisschen den Kreis zu, ich gebe Studenten Feedback, Studenten geben mir Feedback oder Studierende. Ja. Vor allem der Clip, Clips bleiben unbegrenzt online. Gab früher mal den. Zumindest kann man sich in die Situation da zurückversetzen, ja. die da wieder passiert. Reicht ja auch. Ja, ja. Zumal du ja die ganze Session ja auch schon hochgeladen hast. Insofern, das reicht. Also, um wirklich so die Atmosphäre kurz zu bekommen, reicht das definitiv. So, um aber so eine, warte mal, vielleicht sieht man das mal. Also wir können ja noch mal vielleicht kurz auf das Thema irgendwie Student Shaming oder sozusagen studentische oder Kritik. Non-Shaming. Oder Non-Shaming. Also was mich ja, also gegenüber diesen fachlichen Sachen zum Beispiel, und das ist was, wo wir jetzt auch schon irgendwie nochmal drüber nachgegrübelt haben, wie man das so ein bisschen aus Studierenden, also ich hatte ja so noch vor einer Woche oder zwei Wochen so einen kleinen Rant bei Twitter, also dass mir zum Beispiel Studierende, die gerade irgendwie eine Abschlussarbeit schreiben und mir irgendwie ein Diagramm zuschicken wollen, dann halt einfach ein Bildschirmfoto schicken von ihrem Bildschirm mit diesem Diagramm drauf, anstatt halt das Diagramm irgendwie ordentlich zu exportieren. Also was heißt ordentlich zu exportieren? In dem Diagrammprogramm zu sagen, Datei speichern runter, okay, meinetwegen PNG, PDF, JPEG, was auch immer. Ja, also um das mal rasch per E-Mail zu verschicken, ist jetzt JPEG bestimmt total okay, auch wenn es eine Rastergrafik ist, auch wenn es irgendwelche komischen Kompressionsartefakte hat, aber man kann mal so drauf gucken. Also zum Beispiel, ich würde da eben nie auf die Idee kommen, jetzt einen Screenshot davon zu machen. Und ja, und dann wollte mir irgendwie jemand Formeln schicken, die er irgendwie benutzen wollte, um irgendwas auszurechnen, die aus irgendeinem, weiß nicht, White Paper Application Note stammten. Und anstatt dann halt einfach mir einen Link auf diese PDF-Datei zu schicken, die frei im Internet verfügbar war, irgendwo bei irgendeinem großen Messgerätehersteller, was hat die Person gemacht? Sie hat mir einen Screenshot davon geschickt. Und ich musste dann halt irgendwie erstmal anhand der paar Sätze, die da so standen, halt zurückgoogeln. Ne, wo stammt das eigentlich her und was ist das eigentlich überhaupt und so? Also sowas finde ich, also sowas regt mich zum Beispiel maßlos auf. Ne? Oder Studierende schicken mir irgendwie ihre Abschlussarbeit 30 Megabyte, dann schicken sie schon so, ja, ich konnte das jetzt leider nicht übers Webmail schicken, weil das geht nur bis 5 Megabyte, ja, aus gutem Grund. Ja? Und deswegen schicke ich das jetzt irgendwie über meinen Gmail-Account oder über meinen privaten E-Mail-Account. Und dann ist so, ja, wir haben halt aber auch einen uni-internen Cloud-Speicher, da kann man halt so Sachen problemlos hochladen und da kann man halt einen Link schicken und dann müllt man auch nicht das E-Mail-Postfach des Dozenten, der Dozentin zu mit irgendwie großen Anhängen. Also es führt alles so ein bisschen zum Thema Medienkompetenz. Genau, also so ein bisschen Digital Literacy, Data Literacy, ja, ja. Ja auch das, wir hatten jetzt so Sachen, dass Leute irgendwie Messungen und Simulationen gemacht haben und dann haben sie in der Präsentation
die Messung und die Simulation miteinander verglichen, indem sie halt auf die linke Folie, auf die linke Seite der Folie sozusagen ein Bildschirmfoto der Simulation gemacht haben und auf die rechte Bildschirmfoto-Seite ein Foto vom Messgerät. Und dann konnte man sehen, ja, okay, die Kurve sieht halt ungefähr so ähnlich aus, ne? Aber dieses mal auf die Idee zu kommen, zu sagen, okay, dann ich habe hier einen Datensatz und da einen Datensatz und jetzt plotte ich den halt in das gemeinsame Diagramm rein. Und da gibt es, glaube ich, so ganz viele Sachen, dass, also jetzt auch in der Prüfung, also was habe ich nicht dann doch irgendwie noch wieder E-Mails beantwortet mit, wie, ich muss das jetzt als PDF-Datei einreichen, wie mache ich das dann? Ja, wo ich mir so sage, naja, also man könnte schon von jemandem erwarten, dass jemand halt sein Smartphone nimmt und dann eine PDF-Scanner-App drauf hat und dann halt sagt, ja, hier Seite und dann wird da halt eine PDF-Datei draus und dann lade ich die halt hoch. Und das sind eigentlich so, also das finde ich dann immer, das lenkt ja von den fachlichen Sachen auch nochmal so ein bisschen ab und es gibt ganz offensichtlich einen starken Bedarf, daran, sowas in dem Kanon der universitären Bildung unterzubringen. Ich bin noch nicht so richtig sicher, wo und wie man das jetzt halt am besten macht. Also in einem fachlichen Modul das unterbringen, schwierig. Wahrscheinlich nicht. Überhaupt Credits dafür zu finden. Also ich weiß, wir haben auch an der Universität Potsdam recht gute IT-Kurse, also wirklich von A, aber auch wirklich plain, einfach mal Texteditoren, wo ich mal irgendwie auf Word, Excel von Grund auf zu lernen und zu benutzen. Ich bin eigentlich auch da ein bisschen zwiegespalten, weil zum einen, du findest die Credits eh nicht, machen wir uns nichts vor. Also du findest es, wenn überhaupt, so zusätzlich. Zusätzlich machen die wenigsten, außer sie sehen halt wirklich richtig Bedarf. Dann sind aber Sprachkurse einfach deutlich beliebter, was man irgendwie auch verstehen kann, weil da viel deutlicher klar wird, wenn man es eben nicht kann. Auch sind halt die Programme, ja, haben halt auch eine Niedrigschwelligkeit, dass viele Leute denken, sie könnten zum Beispiel mit Excel umgehen. Excel ist aber viel zu, es ist ein Taschenrechner auf Steroiden, hatten wir ja auch schon, völlig overengineert das ganze Programm. Monte Carlo, deutscher Versprecher, Simulationen durchführen und was nicht alles. Und die meisten benutzen das halt nicht über die Summe hinaus. Oder um Tabellen zu erstellen, wo man halt auch sagt, Tabellen, um sie dann in Word zu... Dafür, Tabellen kann Word alleine. Also, und dann mit PDF, ja. Ich muss auch so ein bisschen auch leicht kritisch sagen, das ist ja hier immer so bei unser Spiel. Es hatte vielleicht nicht jeder ein Smartphone. Ich weiß, die Smartphone-Rate liegt bei irgendwie 96%. Aber, also so ein bisschen im Zweifel für den nicht wirklich Angeklagten... ist es eben durchaus, also ich hatte auch bis vor kurzem kein PDF-Screen-App auf meinem Handy, sage ich ganz ehrlich. Dann meinte ein Kumpel, ja, warum hast du das nicht? Ich so, ja, weil ich es nicht brauche. Also insofern, aber natürlich, Medienkompetenz, ich glaube, dieses Digital-Native-Narrativ hat sich ja auch irgendwie früh verabschiedet, weil das saugt man irgendwie nicht mal nebenbei auf. Ist schwierig. Also ich glaube, in einem fachlichen Seminar kriegst du es nicht wirklich unter. Es hilft, glaube ich, mal da voranzugehen und zu sagen, okay, wenn ich euch was schicke, dann ist es irgendwie eine saubere LaTeX-PDF oder auch sogar eine exportierte TIX oder eine SVG. Und damit gutem Beispiel voranzugehen, ich glaube, es hilft auch, wenn man das mal langsam zeigt, weil wenn man natürlich in so eine 2-Millisekunden-Exportfunktion, das wird niemand verstanden haben. Ja, schwierig, aber irgendwie da, die Studierenden irgendwie da abholen. Ich habe zum Beispiel jetzt die ein oder andere Hausarbeit auch betreut und habe gesagt, mir ist es wichtig, dass die Bildqualität eben gut ist. Und das muss lesbar sein, das muss gescheit sein. Bitte schneidet keine Y-Achse ab. Also auch diese ganzen Lügen mit Statistik, Anti-Patterns, ob man sie bewusst macht oder nicht. Man hat einfach früh gesagt, okay, das wird Teil der Note, das ist irgendwie wichtig. Und wenn ihr Fragen habt, gerne. Ansonsten informiert euch bitte und war mit den Ergebnissen auch sehr zufrieden. Also so ein bisschen so dieses Highlighting. Ihr werdet danach bewertet. Und in Klausuren zum Beispiel ist es ja egal. Also ich sage auch immer, ich kann Hieroglyphen lesen. Ich habe selber keine gute Handschrift. Es gibt so ein paar Sachen, wenn es halt wirklich nicht mehr lesbar ist. Aber auch selbst da fragen wir irgendwie noch eine zweite Person, ob es irgendjemand lesen kann und versuchen, so viel rauszuziehen wie möglich. Eine Apotheke. Ja, man kennt das doch. Also irgendwie auch, also
glaube, ich kann auch Arztschrift lesen, aber ja, es gibt so einen Punkt, wo man einfach, also ich finde es zum Beispiel auch krass, dass du dir selber irgendwelche Whitepaper rausliest. Ich glaube, mein Einzeiler wäre, wo ist die Info her? So kann ich damit nichts anfangen. Und das ist vielleicht irgendwie nicht so, ja, finden vielleicht Leute dann als nicht so nett, aber ich brauche halt ein bisschen mehr Kontext als, ja, oder das andere Bild, was du bekommen hast, wo es um das Gliederungsverzeichnis geht. Und dann meinte ja eine Person original, und ich weiß nicht, ob das jetzt Shaming ist, ich glaube nicht, fand es einfach nur wirklich humorvoll in der Situation, das sei wohl vom Festival geschickt worden. Also es war eine Vermutung oder von einer anderen, Strand. Nicht. Oder vom Strand. Und da hätte ich ja sogar irgendwie gar kein Problem mit. Aber dann würde ich persönlich auch lieber sagen, mach doch in Ruhe dein Festival und schick mir doch einfach in 4 Tagen oder von mir aus auch in 5, wenn du wieder ansprechbar bist, einfach das Ganze in richtig oder in gescheit, weil was soll ich mit irgendwie einem runtergeschriebenen Papierliteraturverzeichnis? Ja, oder ich meine, weiß nicht, oder wenn man als Student, als Studentin eben kommentieren würde, ich bin gerade tatsächlich irgendwie nicht, ja, also meinetwegen, ich habe so wie du jetzt so ähnlich, ne, ich habe halt meinen Festrechner nicht am Mann. Ich wollte Ihnen das aber trotzdem irgendwie schon mal schicken. Und deswegen ist es halt jetzt irgendwie handschriftlich, wäre das ja, glaube ich, auch total okay. Würde halt. Also ich glaube so, deshalb waren ja früher auch, eine E-Mail von seinem Smartphone sendet, steht ja auch manchmal hier so schön drunter, gesendet von meinem Samsung-Smartphone. Send from mobile. Damit die andere Person weiß, ah ja, okay, ein Samsung-Smartphone, vielleicht kaufe ich mir das auch mal. Und natürlich halt so, dass man sagt, okay, vielleicht sind da jetzt ein paar Tippfehler drin oder sowas, hat ja, halt die Person unterwegs aus dem Bus oder wo auch immer geschrieben. Ja. Und dann ist vielleicht manchmal eine nicht ganz so leserliche, hübsch formatierte Nachricht besser als gar keine Nachricht. In diesem Sinne, ich meine, wir können ja jetzt noch mal ganz kurz in dieses Paper reingucken, wo wir jetzt gerade so ja. Um das Thema abzuschließen und rund zu bekommen, weil das ist, also ich habe das natürlich so rasch rausgesucht, um zu sagen. Ja, ich dachte mir dann, ich gönne mir das jetzt mal. Es ist, also vielleicht Transparenz, Cite Your Sources, sage ich ja immer, das ist der Link, den du gepostet hast. Es ist No Access. Data Literacy ist quasi schon Copy-Paste-mäßig, einfach um zu zeigen, wie man dran käme. Oh, guck mal, ResearchGate. Schön. Genau. Ist halt irgendwie ja, auch. Ja, ich frage mich, ehrlich gesagt, kurz am Meta-Kommentar, warum da No Access steht, weil ich meine, du konntest doch jetzt auch einfach auf die PDF-Datei draufklicken und bist da draufgekommen, ja, oder nicht? Aber das war ja jetzt gerade ResearchGate. Und wenn du da auf das PDF draufklickst, will der dann. Ist das dann gepaywalled oder was? Ah ja, okay, interessant. Ah, ja. Zurück zu ResearchGate. Ah, okay. Ich habe da natürlich einfach jetzt wieder aus unserem Uninetz draufgeklickt und habe das halt sofort gehabt. Es ist ja vielleicht auch, das ist mit Sicherheit die persönliche Review-Autoren-Kopie. Ja. Keine Ahnung, die Wege der Paper-Access- Zubereitungen sind unergründlich, aber auch das ist ein interessanter Skill, den man auch Studierenden zeigen muss. Also auch das musste man mir irgendwie im 4. Semester im Bachelor einfach mal zeigen oder im 5., keine Ahnung, weil das ist so unintuitiv teilweise, dass man was ist eine Proceeding, was ist irgendwie ein Handbuchbeitrag. Also ja, wir bewegen uns irgendwie da täglich in so Sphären, aber das ist wirklich ein Rabbit Hole und da ist es wirklich in Ordnung. Ich finde es auch völlig in Ordnung, wenn Bachelorstudenten sagen, sie haben schon was gefunden, sie haben sich schon auf diese Literatur-Vorwärtssuche begeben, aber sie kommen einfach nicht dran. Und meistens ist es für uns halt irgendwie nur so 2-3 Klicks, weil man halt irgendwie so ein, ja, die Ins und Outs halt irgendwie kennt. Und dann habe ich irgendwie auch kein Problem, Studenten zu sagen, hier, das ist übrigens der Weg und hier ist ein Paper. Also wenn es denn öffentlich zugänglich ist, weil die meisten Sachen sind oft öffentlich zugänglich. Und auch da, falls es jetzt jemand hört, man kann Wissenschaftlern schreiben und Wissenschaftlerinnen, die freuen sich total über, ich schreibe eine Hausarbeit, bitte können Sie mir, es dauert vielleicht 3 Tage, aber ich behaupte, this will make their day. Also, das ist mir persönlich jetzt noch nicht passiert, aber das hat ein Prof mal gesagt, spätestens darüber macht ihr einen Forschenden glücklich. So, Students Common Mistakes in Basic Differentiation Topics. Idee ist, dass man Kettenprodukt und was nicht für Regeln, also die Ableitungsregeln letztlich, untersucht, 100 Studierende, und auch da fand ich es schon sehr interessant, Electric Engineering in UTM, your Branch Space,
Pasigudang. Ich würde jetzt mal behaupten, dass das war eine Malaysia, glaube ich. Ah ja, genau, eine malaysische Uni. Und aber auch der Campus, ist nicht ungewöhnlich, dass so große Unis mehrere Campi haben. So viel, also Meta-Kommentar, so viel zu... Schicker Formelsatz. Genau, also es ist halt, ja, also es ist halt dann irgendwie, also ja, Glashaus und so, naja. Es wurden 3 Fehler erkannt. Man könnte auch einfach, also die 3 Fehler selber sind, genau, a common error 1 was defined when students did not apply the product rule. 2 ist irgendwie in der Ableitung der beiden Funktionen. In der Ableitung selber, genau. Und also irgendwie gab es Kategorien, sage ich mal, oder zumindest 3 große Fehler. Ja, dann wurde, also letztlich ist ein interessanter Ansatz. Ich würde es jetzt als eher schwachen Beweis für wir analysieren Fehler, weil so richtig, ja, auch ja, also das, was sie gefunden haben. 3D-Tortendiagramme sind jetzt auch nicht, sind jetzt auch nicht die ganz große Wissenschaft. Ja, ist halt einfach schade zu sagen, okay, wir haben jetzt, also wenn ich schon Fehler analysiere oder sage, das war dann auch die Präsentation, also das ist irgendwie, es ist schwierig von der Belastbarkeit oder von der Authentizität in dem Fall. Ich weiß jetzt auch nicht genau, was das ist. Wahrscheinlich ist der Kreis richtig. Ist das ein Doppel- und durchgestrichen ist wahrscheinlich falsch. Das ist jetzt zumindest meine Interpretation. Genau. Ja, letztlich haben sie dann gesagt, okay, es haben halt viele, oder die Conclusion ist, viele benutzen Memorisierungstechniken. Wo steht's? Also could not recall. Und das ist eben, genau, instead they rely heavily on memorization. Wobei ich auch da sagen muss, das ist ja jetzt nur deren Interpretation. Sie haben weder Studierende gefragt, sie haben noch Rohdaten, die deutlicher beweisen, dass, weil nur weil ich eine Formel falsch benutze, das ist irgendwie ein Indiz, aber ich würde jetzt, wenn ich das jetzt reviewen würde, würde ich sagen, weiß ich nicht, das könnte auch einfach aufgrund der Zeit, also wenn ich sozusagen, also müsste man sich zum Beispiel auch mal angucken, wie viele, in welchem Kontext ist die Formel im Unterricht oder eben der Vorlesung oder der Übung vorgekommen, wie wurde das quasi, also da fehlt mir so ein bisschen die Belastbarkeit, um zu sagen, die haben ja nur auswendig gelernt, Schocker, ja, ja. Ja, naja, ich meine, das ist, also diese Diskussion gab es ja bei Twitter auch irgendwie vor kurzem, ne? Also meinetwegen muss man wissen, dass die Ableitung vom Sinus die Kosinusfunktion ist. Und dann würde ich halt sagen, ja, definitiv, als Ingenieurstudent, Studentin sollte man das, muss man das halt wissen. Und als Mathematikstudentin natürlich auch. Und wenn ich jetzt aber trotzdem in einer Prüfung danach frage, was ist denn die Ableitung der Sinusfunktion? Und dann soll da jemand halt hinschreiben, Cosinus, oder da gibt es irgendwie 4 Antwortmöglichkeiten, da steht Sinus, Cosinus, Tangens, Cotangens oder so, dann ist das halt trotzdem eine schlechte Frage, also zumindest in der Open Book, Open Web Prüfung, weil die halt natürlich jeder googeln kann, ohne dass man verstanden hat, was eine Ableitung ist, was Sinus und Cosinus und so sind. Ja? Ja. Und naja, also ich muss dieses Konzeptwissen haben, so dieses was ist da diese Ableitungsregel und wie kann ich die anwenden? Und trotzdem muss ich aber im Hintergrund ganz viele Sachen erstmal wissen und auch mich daran erinnern, dass die Ableitung vom Sinus meinetwegen Cosinus ist, weil sonst muss ich halt irgendwie bei jedem zweiten Beispiel nachgucken, wie das ist. Wenn ich finde aber trotzdem, die letzten beiden Sätze, ich weiß nicht, ob du die Bildschirmfreigabe noch mal ganz kurz zeigen kannst. Ja, unser Zoom-Fenster ist immer so super klein, deswegen. Naja, okay, ja. Im Twitch-Stream, ich weiß nicht, kann sein, dass dann auch, ich muss mal noch mal kurz hier das Bild weitermachen. To sum up, die Fehler zu identifizieren und zu verstehen von den studentischen Fehlkonzepten, ist halt eine super Sache, um den Lehrenden halt zu helfen, irgendwie Möglichkeiten zu entwickeln, wie man halt die Probleme da umgeht, ja, und Lern- und Lehrstrategien anzupassen. Also genau, weil das eigentliche, der eigentliche Wissenstransfer dann schon suboptimal läuft, um es mal diplomatisch zu sagen. Ja.
Ja. Also so, ich meine, das geht halt in die gleiche Richtung, wo wir jetzt am Anfang waren. Also was, warum sammelt man so Fehler und warum denkt man damit darüber nach? Weil man halt möchte, dass im nächsten Semester jetzt die gleichen Fehler vielleicht mal gemacht werden im Laufe des Semesters und man halt aber schneller aus diesen Fehlern lernt und die dann in der finalen Prüfung am Ende im Idealfall halt vermeidet. Ja. Die Frage ist, ob das mit so einem Beitrag, also ob die Art des Berichtswesens notwendig ist. Und ob, also wir, natürlich haben wir auch irgendwie so eine, also wenn man, hat man ja, man hat ja in den Klausuren auch Aufgabenbereiche. Und wenn man dann, dann würde, um eine kleinere Lösung zu empfehlen, also dann würde es ja auch schon reichen zu sagen, okay, im Aufgabenteil 2.5 haben wir die niedrigsten Punkte. Das kann man ja auch dann nur vergleichen, wenn sich Klausuren nicht so wirklich ändern und dieser Teil 2.5 immer der gleiche Schaltungstyp in deinem Fall jetzt ist. Oder insofern, also ich glaube, dieser Gewinn, wo scheitern Lernende, den sollte man machen, auch um zu überlegen, okay, ist vielleicht da das Beispiel das Beste? Mach mal ruhig die Bildschirmfreigabe wieder aus. Ja, auf der anderen Seite gibt es ja auch das Meme so, I have a very nice example in my slides. It's 10 years old. Should I change it? Na, it's a great example. Also, genau. Bin ich auch wieder hin und her gerissen, aber diese Aussage, okay, XY haben Probleme mit dieser Art der Erklärung, das ist natürlich total wertvoll. Aber auch das ist so ein gewisser Schmerz, der sich da irgendwie so, also auch als Lernender, muss man sich sozusagen von der einen oder anderen, vom einen oder anderen Beispiel lösen und vielleicht auch von dem einen oder anderen schlauen Eingangsfolienzitat. Auch das habe ich als Student oft gesehen. Irgendwie so ein paar Beispiele wiederholen sich dann. Diverse KI-Foliensätze fangen irgendwie alle mit dem gleichen Beispiel an, was ja irgendwie okay ist, aber oder auch das sehr beliebt als Zeichen der Digitalisierung, erstes Semester, erste Vorlesung. Die Papstwahl 2000, keine Ahnung, 3, 6 und die Papstwahl, die danach war, also irgendwie 20 Jahre später, ein Handy, ganz viele Handys, weil oder auch Konzerte hat man ja irgendwie Bilder verglichen mit Feuerzeugen. Ja, man hat früher Feuerzeuge im Innenraum irgendwie hochgehalten und heute zeigen halt einfach alle nur ihre hellen Smartphone-Displays. Aber das hat sich so ein bisschen abgenutzt als Beispiel und genau, aber bei Klausuren selber, ja. Ich glaube, es hilft, wenn man wirklich ehrlich auf das Feedback hört, also nicht nur, aber auch das Feedback von Studierenden mit reinbezieht und sagt, war das denn wirklich auch einfach schwerer als das Vorjahr? Und wenn man da so ein bisschen die Betriebsblindheit im Griff hat, dann ist schon viel gewonnen. Ja, ich habe ja bei dieser Prüfung, und das habe ich mir tatsächlich noch nicht angeguckt, weil ich wollte die Prüfung erstmal zu Ende korrigieren, bevor ich mir das anschaue, ich hatte als 11. Aufgabe oder 11. Seite, einen kleinen Reflexionsbogen, wo so drin stand, ich muss mich jetzt selber versuchen, sinngemäß an die drei Fragen zu erinnern. Was fiel dir schwer? Warum fiel es mir schwer? Und irgendwie und was würde ich beim nächsten Mal anders machen? Und das, da bin ich auch sehr gespannt, mir das mal anzuschauen. Da würde ich aber dir tatsächlich empfehlen, da eher so Themes oder Codes irgendwie rauszulesen. Ja, genau. Also, weil das ist natürlich dann irgendwie schon sehr, 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 sehr persönlich halt, ja. Also, genau. Aber wie gesagt, vor allem, ich glaube, da ist es ja auch die Aggregation irgendwie interessant. Wie viel deuten auf die Zeit hin oder auf... Ein Punkt, der mir, jetzt ist auch mir wieder eingefallen, den ich von vielleicht noch machen wollte, ist, wenn man jetzt so über Korrektur von Prüfungen, Bewertung von Prüfungen nachdenkt. Abseits dieser Geschichten, dass man halt irgendwie zum Beispiel Fehler sammelt oder halt auch jetzt irgendwie so Fehler diskutiert, mehr oder weniger öffentlich. Also aus meiner Sicht ein total interessanter Punkt, über den man mal so in Unis nachdenken sollte, ist, warum ist es eigentlich so in den meisten Fällen, dass halt die gleiche Person oder irgendwie ähnliche Personen die Prüfung korrigieren und auch Stellen, die halt den Kurs machen und halt gelehrt haben. Also weil das natürlich auch irgendwie so ein innerer Ziel- und Optimierungskonflikt ist, ne? Also ich möchte meinetwegen, dass ich irgendwie eine gute eine gute Bestehensquote habe, dann als Lehrperson, dann mache ich halt eine vermeintlich einfache Prüfung und so. Also warum, ne, ich meine,
Gegenbeispiel ist Fahrschule. Es gibt einen Fahrlehrer und eine Fahrlehrerin, mit denen mache ich irgendwie Fahrstunden und die bringen mir das bei. Und dann kommt aber eine unabhängige Person dazu, nämlich ein Prüfer und eine Prüferin, und die prüft mich dann, ob ich das halt verstanden habe. Da sitzt der Fahrlehrer noch irgendwie daneben und hat die Hand oder den Fuß an der Bremse, und wenn irgendwas schief läuft, ja, dann greift er halt mit ein, aber nicht die gleiche Person, die mir das beigebracht hat, nimmt halt auch die Prüfung ab, sondern das ist strikt voneinander getrennt. Ja, und das ist auch so eine Souveränitätsfrage. Also finde ich, ist ein sehr spannender Gedanke, aber es ist schon wieder Hot Topic, Matthias. Also, Hot Topic, ja. Aber das können wir, pass auf, das sollten wir mal irgendwie, das könnte man mal erstmal bei Twitter diskutieren, und dann könnte man da mal nochmal irgendwie interessanterweise so machen. Und ich meine, die nächste Sache ist zum Beispiel, was mir jetzt auch so auffällt, ich meine, früher, wenn man jetzt halt analog Klausuren kontrolliert hat, okay, hätte man Studierende bitten können, schreibt nirgendwo euren Namen drauf und eure Matrikelnummer und sowas. Was heißt denn früher? Das machen alle. Du bist der einzige Mensch, der Online-Klausuren macht. Ja, okay, aber früher TM. Ja. So, hat man so, und ich meine, klar, irgendwie musste man diese Blätter zuordnen. Jetzt hätte man halt natürlich sagen können, pass auf, denkt euch irgendwie einen pseudonymen Code aus, der halt eine Zuordnung ermöglicht, aber wo man jetzt als Normalsterblicher eben nicht drauf guckt und sagt, hier, das ist Student XY. Ja. So, dass man halt so ähnlich wie Double Blind Peer Review, so, ne? Also, dass man halt nicht auf Anhieb sieht, ah ja, hier, das ist von dem, den kenne ich doch, den finde ich schon nett, da gebe ich schon mal einen Punkt mehr. Und hier, der war mir schon immer unsympathisch. Da gucke ich mal extra kritisch drauf. Also was man natürlich versucht als Lehrperson zu vermeiden, aber vielleicht eben unterschwellig, keine Ahnung, sich, das schwierig ist, das eben voneinander zu trennen. Also wenn man es gibt definitiv nachgewiesene Biases bei Klartext und Personen. So. Also definitiv. Also. Und ich meine, zum Beispiel jetzt in so einem Lernmanagementsystem wie Moodle, wenn ich da jetzt schon alles irgendwie elektronisch hochlade, ich sehe da trotzdem sofort immer Namen. Warum kann man das nicht abstellen? Ja, ich meine, das wäre die einfachste Sache der Welt, zu sagen, in dem Moment, wo ich jetzt hier auf Korrigieren klicke, und das ist noch nicht bewertet. Da ist keine Bewertung drin. Ich bewerte das. Ich gucke mir das jetzt an und vergebe eine Punktzahl. Da ist doch kein Problem für so einen Server, mir oben den Namen wegzuschneiden. Eigentlich nicht, nee. Und wenn die Person, also wenn der dann eben nicht auf dem Blatt steht, was da abfotografiert wurde, so, und dann bewerte ich das und halt eine Punktzahl und klicke auf jetzt Punktzahl speichern, und dann wird mir der Name angezeigt zum Beispiel. Ja, dann sehe ich, okay, so. Also, ich meine, das wäre nochmal interessante Punkte, über die man nachdenken könnte. Und das ist jetzt ein Beispiel, da könnte man jetzt vielleicht draus ablesen, ob das von dem Studenten geschrieben ist oder nicht und ob die Lehrperson das nochmal in ihrer eigenen Handschrift abgeschrieben hat oder nicht. Also ja, ist bestimmt besser, das in der eigenen Handschrift der Lehrperson nochmal abzuschreiben und ein bisschen, wie wir gesagt haben, das Rauschen da rauszunehmen. Aber ich meine, also eine viel... ist jetzt vielleicht auch so ein bisschen Whataboutism, aber eine viel interessantere Fragestellung wäre doch, also Lehrperson von prüfender Person zu trennen und Bewertungen anonym durchzuführen, was halt gerade in den digitalen Kontexten doch viel, viel, viel einfacher zu lösen ist halt als in einem analogen papierbasierten, weil da muss ich natürlich gucken, wie kriege ich Sachen zugeordnet über irgendeinen Code, du verstehst, wie ich meine. Und jetzt schmeiße ich auch noch eine extra Zutat rein. Also klar, LMS kann es auf jeden Fall. Und jetzt schmeiße ich noch was in unseren Hotpot rein. Warum hat man nicht dann noch einen Anteil an Peer-Review-Sachen? Also wenn ich eh schon dieser Moodle-Instanz bin oder egal, ob irgendwie Edias benutzt oder welches LMS. Und dann sage ich, okay, ihr habt, das habe ich auch letztens auf Twitter gesehen, irgendwie 25, also es war so eine 25%, also so ein Fancy-Diagramm, war so ein bisschen zu schick, aber so in die Richtung, also es war zu gleich verteilt, ich würde es ein bisschen anpassen, was die Prozente, aber ich glaube, es war so von der Story 25% irgendwie Selbstreflexion, 25% durch einen Lehrenden, 25% im Unterricht selber mit anderen und 25% Peer-Review. Das würde ich nicht ganz gleich verteilt lassen, könnte man auch anpassen, vielleicht noch eher auch nur drei Punkte, weil in der Übung jemanden zu benoten, ist irgendwie auch Quatsch, der soll ja irgendwie... Ja, das ist so wie eine Mitarbeitsnote sozusagen. Genau, so, ne? Aber warum sagt man nicht, okay, und diese eine Aufgabe wird primär im Peer-Review beantwortet oder benotet vielmehr,
Und auch gerade mit Peer Review bei der Erstellung der Abschlussnote haben wir sehr gute Erfahrungen auf unseren MOOC-Kursen, weil kann ich 2000 oder auch 8000 Leute benoten. Da bin ich habe ja auch super gute Erfahrungen mit Peer Review in den begleitenden personalisierten Aufgaben. Ja. Genau, also das wäre tatsächlich eine Möglichkeit. Vor allem, da sieht man so ganz interessante Effekte, weil dann die Korrekturstrenge unter Studierenden, die ist teilweise so krass hoch, wo man sich halt denkt, so, okay, das hätte bei mir halt jetzt schon noch 2 Punkte von 7 gegeben, aber nee, 0 Punkte passt nicht. Wo man auch als Lehrender so ein bisschen wieder positiv gegensteuern muss und sagt, nee, das ist schon okay, aber dafür gibt es ja Korrekturrahmen oder auch genau, so, und ich meine, so lässt man das halt 2, 3 Leute begutachten, Mittelwert oder irgendein gewichtetes Mittel oder Median oder aber was. Aber das ist ja jetzt schon ein krasser Hotpot. Da müssen wir mal unsere Twitter-Crowd aktivieren und mal irgendwie fragen, ob das eine Option ist und ob damit auch jemand schon Erfahrungen hat. Und das letzte, dann kommt bestimmt einer mit dem Prüfungsamt und sagt, es geht nicht, aber naja. Und der letzte Punkt ist, sollten Studierende Berichtigungen schreiben zu ihren Prüfungen? Wow, ich habe es ja in der Schule gehasst, ne? Ja, genau, so. Und das ist aber, das hat auch der Jörg nochmal aufgetan, das Thema. Oder beziehungsweise ein Student, eine Studentin hat ihn draufgebracht. Und das ist natürlich auch so die Sache. Also didaktisch bestimmt total sinnvoll, aber wie kriegst du die Leute intrinsisch oder extrinsisch halt dazu motiviert, das zu tun? Weil im Normalfall, wie wir schon gesagt haben, ne, mit der Prüfung ist der Kurs vorbei, dass die Credits halt vergeben. Oder nur wenn du Punkte nachwirfst. Ja, genau, sag ich jetzt ehrlich, oder machst du das halt für Leute, die irgendwie jetzt durchgefallen sind und in den nächsten Versuch gehen und zum Beispiel könnten sie darüber schon mal Bonuspunkte sammeln für den Zweit-Drittversuch. Ja, aber wie bildest du das dann prüfungsrechtlich halt wieder ab? Ne? Das ist so ein bisschen die Sache. Und wie ist das da mit Gleichbehandlung und fallen Leute vielleicht dann mit Absicht durch, um sich, weil sie sich halt so einen Erstversuch erlauben und dann sagen, wir sind ja alle mit Computerspielen aufgewachsen. Und kennst du das Rennspiel Need for Speed? Ja, klar. Ja, klar. So, und was hatte Need for Speed, zumindest Version 3? Die hatte so einen Modus, der einen automatisch schneller gemacht hat, wenn man im Rennen zurücklag, weil man sonst gegen die Bots ja überhaupt gar nicht mehr gewinnen konnte. Wenn du einmal irgendwie rausgeflogen bist, hättest du ja nie wieder eine Chance gehabt, gegen die super gute KI sozusagen ranzufahren. So. Und das heißt, was hat man gemacht? Man ist am Anfang von so einem 10-Runden-Rennen oder so erstmal praktisch eine halbe Runde stehen geblieben oder rückwärts gefahren, dass man richtig, richtig, richtig Rückstand hatte. Dann hat man halt voll aufs Gas gedrückt und ist halt sozusagen mit dem extra Boost, was man jetzt als Zurückliegender bekommen hat, ist man halt die Rundenrekorder gefahren, die man sonst, wenn man einfach vorne perfekte Linie gefahren wäre, nie geschafft hätte, weil ein, ne? Also ja, das sind Anreizsysteme. Anreizsysteme, sobald du halt einen Anreiz schaffst, sagt irgendwer hier irgendwie False Incentive. Aber okay, also das ist auf jeden Fall ein Thema, das nehmen wir mal mit. Das müssen wir auch noch. So, machen wir den Sack zu, oder was, für heute? Ich glaube, machen wir heute den Sack zu. Wir machen den Sack zu. Ja. Also noch Meta-Information am Rande. Es gehört ja auch zu einer guten Tradition dieses Streams, dass ich ungefähr irgendwie alle 3 Folgen gefühlt in ein anderes Mikrofon spreche, was hier an meinem Hals hängt. So auch heute. Du sammelst die ja. Ja, komm, dann machen wir jetzt noch Lag. Komm, jetzt ja, da, also wir machen jetzt noch ganz kurz. So sieht die Ladeschale aus von diesem neuen, was ich habe. Hollyland Tech heißt die Firma. Das Mikrofon heißt Lark M1. Ist auch ein 2-Kanal-Funkansteckmikrofon. Hat so eine schöne Schale, die gleichzeitig Aufbewahrungsbox ist und Ladecase. In die Mitte kommt der Empfänger rein und die 2 Sender, den habe ich hier am Hals. Und was halt an dem Ding total cool ist, man kriegt halt so eine wirklich schöne kleine Transporttasche mit dazu, wo halt irgendwie Windschutz mit reinpasst und auch irgendwie noch so ein bisschen Kabelgedöns. Lass mich mal das Bild groß machen. Ich habe gerade Twitter auf. Ja, vor allem, dass man deutlich mehr, ich habe das zwischen dir und du machst jetzt nochmal Bildschirmfreigabe, ne? Genau. Ja. Ich habe die Diskussion zwischen dir und Andreas Kollegen Sechsauer mitbekommen, genau. Und die Leute, also was mich so hat aufhorchen lassen, war das Laden und überhaupt die bessere Akkuladezeit. Also es ist halt einfach ein total nettes Case, was sie damit zugeben. Und was ich jetzt mal noch ausprobieren muss, dann irgendwann bei Zeiten ist dieser
Störgeräuschunterdrückungsmodus, weil diese automatische Geräuschunterdrückung, die ich jetzt, ich muss mal hier an den Empfänger gucken, die ich jetzt nicht aktiviert habe, weil ich natürlich hier in meinem Büro nicht so wahnsinnig viele Störgeräusche vermute, aber wo ich diesen Auto-Escason hatte, da war halt so 100 Meter entfernt eine Baustelle, wo irgendwie gefühlt alle 10 Minuten irgendein Presslufthammer anging oder irgendein Bagger rumgefahren ist. Da wäre sowas natürlich schon ganz nett. Und also es ist auf jeden Fall sehr klein, sehr leicht, Geräte. Macht ja auf den ersten Blick einen sehr wertigen Eindruck. Das Einzige, was jetzt halt irgendwie daran fehlt, aber das ist halt auch diesem kleinen Formfaktor zu anzulasten, ist, dass da halt kein so ein Display dran ist. Also man sieht nur, man hat halt nur die LEDs als Rückmeldung. Ja, ja, aber ganz ehrlich, das ist völlig in Ordnung. So weder bei guten Akkubohrern noch bei anderen Mikrofonen, die noch mehr kosten. Ich finde eine LED-Anzeige, das LED ist das Erste, was kaputt geht, da fällt was drauf. Und deswegen finde ich, also die Displays gehen, also die ja können, aber müssen nicht kaputt gehen. Aber es ist halt irgendwie so eine Sollbruchstelle und ich finde Symbol-LEDs völlig ausreichend. Ja, du musst dir dann für jedes Gerät irgendwie überlegen, was ist dreimal blinken, was ist Dauerleuchte, aber ja, für den Formfaktor. Genau, aber du hast halt richtige Tasten, weil ich meine, bei diesem DJI-Mic, was ich da noch habe, was ich bei unserem DocuCam-Test getragen habe, ja, da hast du halt ein Display, aber du kannst das nur per Touch bedienen. Und dann viel Spaß dabei, dass halt auf so einem winzig kleinen Display dann irgendwie gehst du nach links wischen, gehst du nach rechts wischen, doppelklicken, was auch immer. Also Ich habe jetzt zum Beispiel auch bei dem Mikrofon ganz klar eine Mute-Taste oder einfach eine Off-Taste über insgesamt sind diese großen, wenn es schnell gehen soll und die Vorlesung ist vorbei, du willst noch nicht einpacken, die ersten Fragen kommen schon vor, dann willst du eben nicht dieses Hot Mic haben, wie man es aus der einen oder anderen Pressekonferenz noch kennt, sondern du willst mit einem Schalter haben, okay, das Mikrofon soll stumm geschaltet sein. Und deswegen, also man kann das auch mit Knöpfen kaputt setzen. Insofern, kannst du diese Box in sich laden? Die sieht so aus, als hätte sie einen Akku. Ja, die hat halt unten drunter den Freigabestopp. Also das heißt, zum Laden ja müsstest du sie halt irgendwie aufgeben. Ja, USB-C, ne? USB-C, genau. Also ja, zum Laden geht ist ja jetzt, richtig, die Kamera fokussiert jetzt gut nicht, aber jetzt, ja, da müsstest du die halt hinlegen, ne? Bei der LARC 150 Box ist das halt so hinten, aber Herrgott, Jetzt muss ich mal fragen, was ist das denn, Quanta Costa? Was muss man denn dafür? Ich glaube, ich habe so um die 175 oder 180 Euro oder sowas bezahlt. Also, und das sind und das ist ein sehr fairer Preis. Ja, und das sind aber zwei Funkstrecken, ne? Es sind zwei Funkstrecken. Ja, aber das ist halt, also das ist halt wirklich irgendwie, das ist halt, ich will nicht sagen nix, aber das ist ein sehr guter Preis. Vor allem, wenn es was taugt. Also es gibt ja auch Mikrofone, die kosten 13 Euro mit Kabel. Die klingen dann halt auch so. Muss man einfach sagen. Ja, cool. Ja, bin ich mal gespannt, was du noch von berichten wirst. Das haben auch einige Interesse angekündigt, was der Test... Ja, diesen großen Vergleichstest. Aber ich bin in zwei Wochen bei einer Konferenz und nächste Woche muss ich noch ein bisschen was vorbereiten. Das muss ich machen. Das ist schon mein Mathe-Vorkurs. Aber irgendwann werde ich diesen Test machen. Ja, aber ich versuche den natürlich wieder möglichst unter Realbedingungen irgendwie am besten in einem Hörsaal-Seminarraum, einsetzen würde. Ich sehe schon, nach unserem Video-Showdown müssen wir auch einen Audio-Showdown machen. Weil so 4-5 Mikrofone könnte ich da auch. Ja, ja, oder wir machen mal einen gemeinsamen Audio-Showdown. Wir machen einen Audio-Showdown. Ja, definitiv. Also kann man schon, das ist ein bisschen finicky und fiddly, also muss ja dann im Stream selber die Ressourcen bei dir durchschalten. Ja, das Audio-Device wechseln, ja. Genau, aber das kriegen wir hin. Also das braucht ein bisschen Vorbereitung. Ja, ja, aber das, warte mal, ich muss mal einmal kurz mich abkabeln. Ja. Ich habe ja hier auch noch so einen iRig Stream und da könnte ich das zum Beispiel irgendwie drüber machen, dass zumindest das gleiche Interface immer am Computer lasse und dann halt da die Mikros umstöpseln. Vor allem können wir dann einfach sehen, ich habe ja auch noch zu Hause so ein paar Shotgun-Mikrofone und auch in verschiedenen Ausführungen. Da kann man einfach sehen, dass irgendwie ab einem gewissen Europreis, sag mal so 500, 600 Euro, ab da passiert nicht mehr viel. Also vor allem in diesem, ich streame das irgendwie mit ein paar Kilohertz hier raus.
Das passiert dann, wenn man irgendwie Audiobooks professionell für die New York Times aufnehmen will. Ja, da ist dann ein Unterschied. Und ansonsten, nee, aber können wir definitiv gerne machen. Das ist eine gute Idee. Ja, sehr schön, Leute. Ich würde sagen, mit 1,5 Stunden sind wir hier definitiv gut bedient. Manchmal aber dein Handy-Akku hat gehalten. Mein Handy-Akku hat tatsächlich gehalten. Das ist halt, boah, ich bin noch bei 70%. Das ist ja, könnten unseren eigenen Askathon starten. So. Weil sonst geht damit, ja deine Kamera, ist ja klassisch, dass sie immer nach 30 Minuten ausgeht. Ja, leider schon. Aber das ist jetzt, ja, man lernt dazu. Herr Markowski, man lernt dazu. So, irgendwie haben sich die 90 Minuten auch bei unseren Streams etabliert, nicht nur in der Hochschulvorlesung. Ist ein bisschen antiquiert, aber irgendwie gehört es dazu. Ja, dann passt das von uns. Ich wünsche euch einen schönen Donnerstagnachmittag. Oder haben wir Freitag? Freitag. Oh, wir haben Freitag. Ach, ja, einen schönen Freitagabend mit 5:30. Genau. Ich gehe jetzt hier erstmal frühstücken. Das ist eine sehr gute Idee. Demnächst. American Pancakes. American Pancakes, ja, Bagels. Mit Ahornsirup. Aber habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Aber das wäre eine Idee. Jetzt hast du mich auf Ideen gebracht. Gut, wir hören uns, sobald ich wieder back to Germany bin. Und ja, euch eine gute Zeit. Genießt den verbleibenden Sommer. Gute Haut von uns. Wir werden die Videos hochladen. Ja, ich werde das übernehmen. Ich mache das direkt heute. Ja, okay. Sehr gut. Dann kann ich das nicht wieder vergeigen. Das trifft sich sehr gut. Alles klar. Damit genug von uns. Und wir sind raus. Ciao, ciao.